T-minus 10, 9, 8, the clock is seven. Operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavour, go at runway. Do you have it here? 7,000 meters. 7,000 meters, and this represents 20 years of work getting cores, right? Or more. Scientists Lonnie and Ellen Thompson are a pretty cool couple. Do you guys love ice? I prefer ice to heat. We're definitely cold weather people. I would hope so, right? After all, for the past three decades, they have traveled to every corner of the world in pursuit of ice. And is this your mission and passion? Absolutely. Absolutely. Yeah. And the ice is telling them a story they would rather not hear. The fact is these glaciers are disappearing. And along with them, that archive, which we're trying to study to look at the history of the Earth. The archive, layer upon layer of seasonal snow compressed over time, creating a detailed record of the ancient atmosphere. The bubbles that are trapped in the ice that subsequently forms, that air is an ancient parcel of atmosphere. The Thompsons tap into that history by drilling deep where the ice is very, very old. The cores they ship back to their lab at Ohio State University are sliced, diced, and scrutinized every which way to get the cold, hard facts on climate change. It's like reading rings on a tree, isn't it? Only they go back much further in time. And the oldest records that we have are from Antarctica. Those go back 650,000 years. This is what it's like inside the Thompson's freezer. It is 20 below zero in here. My ears are killing me right now. All these tubes contain ice cores, meter in length or 3 feet. Total in here about 7,000 meters or in excess of 20,000 feet of ice cores. And take a look, here's one right here. Pull it out. It's just ice to you and me, but if you know what you're doing, if you know how to read the ice, might as well be a history book. Decipher some of these hieroglyphics for me. What does that mean? Tunu is a place, that's actually an Inuit word that means the backside, and that's from Greenland. The idea that you have an archive on Earth that records composition of carbon dioxide and methane and nitrous oxide and all of the greenhouse gases that we're concerned about in today's world, to get a perspective. That's really what you need to have in order to understand the significance of the changes in the 21st century. The cores show those greenhouse gases and temperatures are rising faster and higher than ever. It is uncharted territory, and now even the frozen archive is melting away. If you look at the last 5 years, scientists have been really surprised about how fast ice shelves that are over 700 feet thick and have been there for 10,000 years can disappear in a matter of a month. Ice shelves, thick glaciers rooted on land and extending far out onto the sea, are breaking away at an alarming rate. Off Ellesmere Island in Canada the summer before last, a piece a little bigger than the size of Manhattan broke free in a matter of hours. The Thompsons are watching the glaciers they study fade away. The poster child, the glacier Hemingway immortalized in the snows of Kilimanjaro. You look at the projection times for when they will disappear. No, they're going to go. Those ice fields have been there 11,000 years. And when will they be gone? Within the next two decades. Before 2020. That quickly? Yes. That quickly. Why should we be worried about ice? I think it's our canary. It's our canary in the coal mine. It's the thing telling us that the system is changing. And later tonight, the scientists who are gathered in Paris will see the Eiffel Tower going dark briefly as a show of concern over what's happening to our planet. Eindringlich vor dem Klimawandel gewarnt, wie heute bei der Vorstellung des vierten UN-Klimaberichts in Paris. 500 Experten aus aller Welt haben an der Studie mitgearbeitet und kommen zu dem Schluss, dass der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts eine beispiellose Klimaerwärmung um bis zu 6,4 Grad droht, mit verheerenden Folgen auch für uns. Erstmals legen sich die Experten auch fest, dass dies keine der üblichen Phasen in der Geschichte unseres Planeten ist, sondern die Menschen, also wir, Verursacher dieser Entwicklung. Sind. Boris Pülsen beginnt mit einem aktuellen Wetterphänomen. Gleich zu Beginn der Tornadosaison hat eine mächtige Windhose über Florida gewütet. Dutzende Wohnhäuser sind zerstört, mindestens 14 Menschen starben.
Solche Wetterphänomene werden sich häufen, denn der Klimawandel kommt. Das sehen die Experten der UN als bewiesen an und sie nennen den Schuldigen. Der Mensch ist verantwortlich, das können wir sehr sicher sagen. Seit 15 Jahren versuchen wir, die Erwärmung zu stoppen, aber wir schaffen es nicht. Vor allem die USA, Europa, aber auch das Wirtschaftsboomland China verpesten die Atmosphäre. Der Großteil der 1 Milliarde Chinesen heizt und kocht zum Beispiel noch mit Kohle. Entsprechend hoch ist der CO2-Ausstoß. Wir müssen in den internationalen Verhandlungen den Entwicklungsländern wie China, Indien, Energietechnologien zur Verfügung stellen, mit denen die das Leben ihrer Bevölkerung verbessern können, wirtschaftliches Wachstum erreichen, ohne gleichzeitig das Klima völlig zu zerstören. Denn die Klimakiller wirken weltweit. In Deutschland wird die Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 2,5 Grad steigen. Ohne verstärkten Klimaschutz könnte sich die Erwärmung sogar verdoppeln. Wenn wir 5 Grad Erwärmung bekommen würden, dann würde vielleicht die Sahara bei Berlin enden. Extreme Trockenheit droht vor allem im Osten Deutschlands. Und wenn es dann mal regnet, wird auch das extremer sein, Überschwemmungen inklusive. Die Hitze lässt außerdem die Arktis schmelzen. Der Wasserspiegel steigt, bedroht unsere Küsten. So sehr, dass Städte wie Hamburg, Rostock und Bremen unbewohnbar werden können. Im fernen Pazifik ist der Schaden bereits angerichtet. Hier versinken die ersten besonders flachen Inseln. Die Reaktionsgeschwindigkeit des Klimas ist ungefähr 30 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt was machen, merken wir das in 30 Jahren. Was wir die nächsten 30 Jahre ausbaden werden, sind die Sünden der letzten 30 Jahre. Und dennoch will nicht jeder handeln. Ein von der Erdölindustrie unterstütztes US-Institut verspricht Wissenschaftlern, die die neue UNO-Studie leugnen, $10.000. Damit sie so Politik für die Klimakiller machen. Naja, dafür kriegt man höchstens einen pensionierten Biologielehrer. Philipp Stelzner ist in Paris, wo alle ernstzunehmenden Wissenschaftler heute die Beweise auf den Tisch gelegt haben, wie sie sagen, jetzt müsse die Welt handeln. Philipp, aber wird sie das auch tun? Die UN will mit der Klimastudie die Menschen schockieren und hier in Frankreich scheint sie das geschafft zu haben. Staatspräsident Jacques Chirac hat heute gesagt, die Zeit der Halbheiten sei vorbei. Der Tag rücke näher, an dem der Klimawandel außer Kontrolle gerate. Aber auf der anderen Seite gibt es eben Staaten wie Indien und China, die gerade erst begonnen haben, ihre Industrie aufzubauen. Und die haben wenig Interesse an teuren Umweltschutzmaßnahmen, die das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Und auch in Deutschland ist Klimaschutz nicht immer einfach. Bundesumweltminister Gabriel will zum Beispiel, dass alle Autos deutlich weniger Schadstoffe ausstoßen. Aber Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine pauschale Regelung für alle Fahrzeugklassen ab, um die Autoindustrie zu schützen. Aber ansonsten bleibt Deutschland ein Vorbild. Bundesforschungsministerin Schawan hat heute ein Aktionsprogramm angekündigt. Sie will 255 Millionen Euro in die Klimaforschung investieren. Aktuelle Informationen von Philipp Stelzner in Paris. Besten Dank dorthin. Entscheidender geht nicht bevor, wir stecken mittendrin. Und niemand soll sagen, wir seien nicht gewarnt gewesen. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt der 4. Klimabericht der Vereinten Nationen, der heute in Paris vorgestellt wurde. Schon die bisher beobachtete Erderwärmung durch Treibhausgase wie Kohlendioxid ist beispiellos, so der Bericht. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf ein wahres Horrorszenario, das uns in den kommenden 100 Jahren erwartet, falls der CO2-Ausstoß nicht massiv gebremst wird. Burkhard Wennemar berichtet. Überschwemmungen, schwere Wirbelstürme und Dürrekatastrophen. Schon jetzt sind die Folgen des Klimawandels überall zu spüren. 11 der letzten 12 Jahre gehörten zu den wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und an einem lässt der Weltklimabericht keinen ernsthaften Zweifel mehr. Die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist in erster Linie auf fossile Brennstoffe zurückzuführen, die von Methan und die Stickstoffoxid auf die Landwirtschaft. Konkret sagt der Bericht, der von allen Regierungen der Welt akzeptiert wird, voraus, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 um bis zu 6,4 Grad erwärmen kann. Im selben Zeitraum kann der Meeresspiegel global um 59 Zentimeter steigen. Das heißt, dass mehr als 2000 Inseln im Pazifik von der Landkarte verschwinden. Außerdem würden die Gletscher der Alpen komplett abschmelzen. Aus Protest gegen den Klimawandel und die Energieverschwendung wurde gestern Abend die Beleuchtung des Eiffelturms in Paris, des Cibeles-Platzes in Madrid und des Kolosseums in Rom für 5 Minuten abgeschaltet. Doch das Problem ist nicht allein in Europa zu lösen.
Wir wissen, dass in den kommenden Jahren natürlich auch durch eine wachsende Weltbevölkerung, durch die Art und Weise, wie die Menschen versuchen, besser zu leben, das ist ja selbstverständlich, dass das Menschen in China, in Indien, in Brasilien, in vielen anderen Staaten versuchen, dass damit natürlich ein gigantisches Energiewachstum uns bevorsteht. In China beispielsweise wird es in 15 Jahren bereits 190 Millionen Autos geben, mehr als in den USA. Hier in Peking wird der Traum vom Auto inzwischen zu einem Albtraum. Denn jeden Tag kommen hier 1000 neue Autos auf die Straße. Das heißt, man kommt kaum noch von A nach B. Und in der Rush-Hour wie jetzt, da verschwindet die Stadt in einem gelben, giftigen Nebel. Und das, obwohl China den westlichen Industriestaaten noch weit hinterherhinkt, nicht auszumalen, was passiert, wenn China unseren Lebensstandard erreicht. Trotz dieser düsteren Aussicht warnen die Verfasser des Berichts davor, zu resignieren. Es kann nie zu spät sein, wenn es um das Leben auf unserem Planeten geht. Natürlich ist es schon spät und es wird immer teurer und es wird vor allem immer größere Konsequenzen für die verschiedenen Regionen der Welt haben. Aber es kann nie zu spät sein. Noch kann die Katastrophe abgewendet werden. Doch selbst wenn der Ausstoß der Treibhausgase weltweit sofort komplett gestoppt würde, würde sich die Atmosphäre noch viele Jahrzehnte weiter aufheizen. Wir haben es gerade gehört, die Treibhausgase und dabei vor allem CO2, also Kohlendioxid, sind die Hauptschuldigen der Klimaerwärmung. Jedes Jahr erzeugen die Menschen weltweit 29,1 Milliarden Tonnen davon. Und jeder einzelne von uns trägt zu diesem Ausstoß bei. So pustet zum Beispiel ein Mittelklassewagen, der pro Jahr rund 15.000 Kilometer fährt, 2 Tonnen CO2 in die Luft. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch mal, wo Deutschland eigentlich steht im Vergleich zu anderen Ländern. Wir hier produzieren jährlich rund 3% des gesamten Weltausstoßes. Das hört sich erstmal nach relativ wenig an, ist es aber nicht, denn unser Pro-Kopf-Verbrauch ist 3-mal höher als zum Beispiel der in China. In absoluten Zahlen liegt das bevölkerungsreichste Land der Erde allerdings weit vor uns, nämlich mit 18% des gesamten Weltausstoßes bei steigender Tendenz. Allein in den vergangenen 5 Jahren hat sich der Ausstoß verdoppelt dort. Kein Wunder. Die Wirtschaft wächst und immer mehr Chinesen werden in Zukunft auch Auto fahren. Größter Umweltverschmutzer sind aber nach wie vor die USA mit einem Anteil von 22% an der Produktion von CO2. Doch nachdem sich die Großmacht jahrelang gegen eine Verringerung des CO2-Ausstoßes gesperrt hat, findet auch dort inzwischen ein Umdenken statt. Wie das genau aussieht, das zeigt Ihnen Ulrich Oppold. Mit brutaler Naturgewalt rasten die Tornados über den Norden Floridas. Ganze Ortschaften wurden verwüstet, mehr als 500 Häuser einfach weggerissen. Das Unwetter überraschte die Anwohner im Schlaf. Mindestens 14 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Hunderte Helfer gehen von Haus zu Haus. Sie finden Verletzte, manchmal Tote. Es hörte sich an wie ein Frachtzug und auf einmal flog uns das Dach weg. Wetterkatastrophen wie diese, vor allem aber Hurricane Katrina, haben tiefe Spuren im Umweltbewusstsein der Amerikaner hinterlassen. Es hat ein bemerkenswertes Umdenken in Washington eingesetzt. Man interessiert sich auf einmal für den Klimawandel und für die Entwicklung von alternativen Energien, sagt Robert Reed vom größten Entsorgungsunternehmen in San Francisco, das unter anderem Hundekot zu Biogas verarbeitet. An der amerikanischen Westküste ist man am fortschrittlichsten beim Klimaschutz. Touristen fahren mit Elektromobilen durch San Francisco. Kalifornien will die Treibhausgase bis 2020 um ein Viertel reduzieren. Neue Windkraftanlagen werden gebaut, die man horizontal auf die Dächer montiert. Und in New York haben die modernsten Wolkenkratzer inzwischen Solarenergieanlagen. Immerhin ein Anfang. Auch amerikanische Wissenschaftler forschen für den Klimaschutz. So unglaublich es klingt, experimentieren sie mit Spinat, um für Laptops eines Tages Solarchips zu entwickeln. Und sie haben sogar schon Bäume angezapft, um Strom zu gewinnen. Die Spannung reichte zumindest aus, um eine Mini-Diode zum Leuchten zu bringen. Diese Technologien helfen uns, unsere Umwelt besser zu schützen und der ernsten Herausforderung des weltweiten Klimawandels zu begegnen, sagte Bush vergangene Woche. Auch angesichts dieser Bilder von heute früh aus Florida wächst der Druck auf ihn, mehr für den Klimaschutz zu tun. Immerhin 3/4 der Amerikaner erwarten das von ihrem Präsidenten. Fluten, Dürre, Hunger und Krankheiten, von diesen Geißeln der Menschheit ist Deutschland bisher weitgehend verschont geblieben. Aber nicht mehr lange, wenn sich die Erde weiter erwärmt und wir nichts dagegen tun. Wie es im Jahr 2070 in Deutschland aussehen könnte, haben jetzt Forscher anhand der neuen Zahlen aus dem Klimaschutzbericht errechnet. Ein Blick in eine eher düstere Zukunft wirft Kurt Eickhoff.
Schwitze Sommer wie der im Jahr 2006 könnten in Zukunft ganz normal sein. Temperaturen an der Ostsee wie heutzutage nur am Mittelmeer und Wüstenklima in Baden-Württemberg. Der Wassermangel im Sommer macht saftige Felder zu trockenen Steppen und führt zu ausgetrockneten Flussbetten wie hier an der Elbe mit Orientierungsschwierigkeiten für Schiffskapitäne. Die Hitze bringt neue Krankheiten wie Malaria. Einen ungefähren Eindruck gibt unser Wettermoderator, gemorft ins Jahr 2070. Gewitter mit Tornadogefahr und Riesenhagel besteht diesmal nur in Bayern. Temperaturen nach den rekordverdächtigen 45 Grad von gestern endlich wieder im ganz normalen Bereich mit 32 bis 38 Grad. Statt Schnee drohen im Winter sintflutartige Regenfälle, vor allem in den Mittelgebirgen. Die Deiche an den Flüssen halten immer öfter den Wassermassen nicht mehr stand. Wenn wir im Moment den Klimamodellen glauben, dann könnten sich die Temperatur auch in Deutschland um mehr als 4 Grad verändern, erwärmen. Und um das zum Ende des Jahrhunderts zu vermeiden, müssen wir jetzt ganz dramatisch Schadgase reduzieren. Und das kann jetzt des Tages, heute mit Steffen Seibert. Meine Damen und Herren, guten Abend. So eindeutig hat man es selten gehört. Der UN-Klimabericht lässt keine Ausreden mehr zu. Der Klimawandel, sagt er, ist vom Menschen gemacht. Wir können ihn nicht mehr verhindern, nur noch die Folgen mildern. So oder so werden Erwärmung, steigende Meeresspiegel, Dürren und Unwetter die Lebensgrundlagen von Milliarden gefährden. Politische Konsequenzen und ein bewussteres Handeln jedes Einzelnen seien dringend notwendig. Auch in Deutschland in Zukunft immer häufiger extremes Wetter mit schweren Schäden, wie gerade durch Orkan Kyrill. Nach wie vor die Hauptursache für den Klimawandel, Kohlendioxid. Versuche, diese Emissionen deutlich zu reduzieren, bislang gescheitert. Die jetzt vorgestellten neuen Temperaturhochrechnungen zeigen in dieser Grafik deutlich, in Deutschland wird es von Süden her bis 2085 immer wärmer, mit weitreichenden Folgen. Wir rechnen damit, dass die Anzahl der Niederschlagsereignisse, Starkniederschlagsereignisse zunimmt. Da gibt es auch schon Belege, da ist eine Analysendaten davor. Und wir rechnen damit, dass die Winter wärmer werden. Außerdem werde das Eis rund um den Nordpol bis 2100 komplett wegtauen, so die Wissenschaftler. Durch die Ausdehnung des Wassers steigt der Meeresspiegel um bis zu 60 cm. Tiefliegende Gebiete auch in Deutschland werden überschwemmt, ungeschützte Küsten vom Meer abgerissen. Das Ganze ist menschgemacht, sind sich Experten und Politiker jetzt nahezu sicher. Was wir heute richtig machen, das ernten unsere Kinder in 30 Jahren. Und was wir heute falsch machen, das werden sie büßen müssen. Entweder dadurch, dass sie mehr Sturmfluten haben, aber auch mehr Trockenheit. Aber wir haben heute in Afrika zum Beispiel schon mehr Flüchtlinge wegen des Klimawandels als durch Krieg und Bürgerkrieg. Jeder Einzelne kann etwas zum Klimaschutz beitragen, glauben die Umweltschützer von Greenpeace. Man kann beim Auto einfach eine Klasse niedriger kaufen. Dann haben Sie ein Fahrzeug, was weniger Benzin verbraucht. Und das spart letztendlich auch im eigenen Geldbeutel. Und im Haushalt ist natürlich Wärmedämmung das A und O. Selbst bei einem sofortigen Stopp der Treibhausgasemissionen würde sich die Atmosphäre noch Jahrhunderte weiter aufheizen. Durch den Einsatz von regenerativen Energien könnte der Mensch das aber jetzt noch verlangsamen. Einzelheiten dieses alarmierenden Berichts und Tipps, was jeder von uns jetzt tun kann, ohne auf internationale Konferenzen zu warten, im Internet unter heute.de. Unter anderem ein Anstieg des Meeresspiegels und eine Zunahme von Naturkatastrophen. An diese Bilder werden wir uns gewöhnen müssen. In Florida tobte in der vergangenen Nacht ein schwerer Sturm. 14 Tote und eine gewaltige Spur der Verwüstung ließ er hinter sich, ein Orkan mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Wir müssen uns an solche Bilder gewöhnen, sagen die Wissenschaftler, die gerade in Paris tagen. Zum ersten Mal bestätigen sie, dass wohl der Mensch die dramatischen Klimaveränderungen mit seinen Treibhausgasen verursacht. Jacques Chirac machte eine düstere Prognose. Der Tag naht, an dem sich die Klimaveränderung jeglicher Kontrolle entzieht. Wir stehen an der Schwelle zum Unumkehrbaren. Die Forscher prognostizieren einen Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperaturen bis zu 4 Grad. Dadurch schmilzt das Eis stärker als bisher. Im Jahre 2100 könnten die Eisflächen in der Arktis und in Grönland verschwunden sein. Auch die Alpengletscher haben nach den Berechnungen der Klimaforscher keine Zukunft mehr. Der weltweite Meeresspiegel wird sich dadurch zwischen 18 und 59 Zentimetern erhöhen. Niedrig gelegene Städte wie Buenos Aires und Shanghai würden dann überflutet. Es wird immer mehr Hitzewellen und Dürreperioden geben, zum Beispiel in Südeuropa.
Außerdem sollen noch öfter Orkane über die Weltmeere fegen. Meine, eins ist jedenfalls klar, niemand mehr kann bezweifeln, dass das, was wir an Erderwärmung haben, durch den Menschen verursacht ist und dass es viel dramatischer ist und schneller gehen kann mit der Klimakatastrophe, als wir bisher angenommen haben. Fraglich nur, ob die Welt das Alarmsignal aus Paris zur Kenntnis nimmt und handeln wird. Verheerende Tornados, mindestens 19 Tote bei Wirbelstürmen in Florida. Klimaforscher prophezeien die Zunahme solcher Katastrophen. Mehrere Tornados im US-Bundesstaat Florida haben mindestens 19 Menschen getötet. Mehr als 20.000 waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Derzeit suchen Polizei und Feuerwehr in vielen völlig zerstörten Häusern nach weiteren Opfern. Gleich mehrere Wirbelstürme waren am frühen Morgen über den Norden Floridas hinweggerast, hatten ganze Orte verwüstet, rissen hunderte Häuser einfach weg. Die Menschen wurden von der Naturkatastrophe im Schlaf überrascht. Der Tornado wütete in meinem Haus, zerstörte mein Bad komplett und durchbrach das Dach. Wir hörten etwas kommen, haben unseren 2 Monate alten Sohn aus dem Bett gerissen und uns ins Bad verkrochen. Mehrere Fensterscheiben sind zerbrochen, aber uns ist nichts passiert. Die Autos sind total kaputt und Bäume sind aufs Haus gefallen. Hunderte Helfer gehen derzeit von Haus zu Haus, markieren, welche Gebäude sie schon durchsucht haben. Sie finden Verletzte, manchmal Tote. Die Menschen waren völlig unvorbereitet, denn Tornados sind spontan auftretende Wirbelstürme, für die es so gut wie keine Vorwarnzeit gibt. Naturkatastrophen wie die Wirbelstürme in Florida werden immer häufiger und auch noch stärker, sagen die Vereinten Nationen in ihrem Klimabericht heute voraus. Grund ist die Erderwärmung. Um 6 Grad bis Ende des Jahrhunderts könnte die Durchschnittstemperatur steigen. Der Klimawandel sei kaum mehr aufzuhalten. Mit Satellitentechnik haben Forscher aus 130 Ländern den Klimawandel berechnet. 6 Grad mehr hieße für Deutschland. Sylt ginge unter, weil das Meer dann um 2 Meter stiege. Am Brandenburger Tor würde sich die Sahara ausbreiten. Es ist jetzt klar von allen Regierungen, dass Menschen verursachen Klimawandel mehr als 90% Sicherheit. Das ist eine sehr hohe Sicherheit in wissenschaftlichen Bereichen. Und gibt es jetzt nicht eine Frage, ob das passiert und ob wir das machen. Aber ja, das ist klar. Jetzt ist, was machen wir jetzt? Genau das ist die Frage, die sich nach dem eindeutigen und klaren Klimareport Politiker stellen. Wir brauchen dringend Ende des Jahres ein internationales Verhandlungsmandat, um bis 2020 die Reduktion von 30% CO2 weltweit durchsetzen zu können. Doch selbst wenn die Menschen den schädlichen Treibhausgasausstoß jetzt sofort und komplett stoppen, der Meeresspiegel würde noch die nächsten 1000 Jahre ansteigen, so der Report. Er sieht kaum noch Hoffnung, den Klimawandel aufzuhalten, zumal die Politik immer noch halbherzig reagiert, wie etwa vergangene Woche, als die EU vor der Autoindustrie eingeknickt ist und keine Höchstgrenzen für den CO2-Ausstoß bei Autos mehr festlegen wollte. Dabei macht der Klimareport klar, jeder Einzelne sollte jetzt handeln und dafür gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Benutzen Sie Energiesparglühbirnen. Sie verbrauchen fast 80% weniger Energie als herkömmliche und halten auch noch länger. Schalten Sie alle elektronischen Geräte immer komplett aus, wenn Sie sie nicht brauchen. Standby-Geräte sind wahre Stromfresser. Ein neuer Kühlschrank spart deutlich Energie. 10-15% des Stromverbrauchs gehen in privaten Haushalten allein für die Kühlung drauf. Landstriche verwüstet. Die Wirbelstürme haben mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Sie zerstörten Häuser, entwurzelten Bäume und warfen selbst schwere Lastwagen um. Rettungsmannschaften suchen in den Trümmern noch immer nach Überlebenden und weiteren Opfern. US-Präsident Bush sagte den Betroffenen schnelle Hilfe zu. Vor der Küste Australiens wurde erneut ein Mensch von einem Hai angefallen. Der 26-jährige Surfer überlebte den Angriff und wurde mit schweren Bisswunden ins Krankenhaus gebracht. Erst vor 2 Wochen war ein Taucher von einem Hai schwer verletzt worden. Sandra Schiffauer berichtet. Der 26-jährige Matthew hätte sofort tot sein können. Er hatte großes Glück. Per Hubschrauber wird er in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war mit seinem Surfbrett unterwegs, an der australischen Ostküste nahe Ballina, etwa 600 Kilometer nördlich von Sydney, wo ihn ein Hai angreift, ihm ins Bein und in den Fuß beißt.
Matthew kämpfte mit ihm und konnte sich dadurch befreien. Dann rief er einem Kumpel zu, komm hier bloß nicht her, ich wurde von einem Hai angegriffen. Er schwamm in Richtung Strand, kletterte zurück aufs Surfbrett, bis sein Kumpel kam und ihn an die Küste zog. Besser wäre es gewesen, man hätte den Strand rechtzeitig gesperrt, so wie derzeit an einer Küste der Känguru-Insel. Dort schwimmen die Reste eines Walkadavers. Haie ernähren sich von dem Fleisch. Eine 100 Meter Schutzzone, damit das nicht wieder passiert. Touristen suchen den Nervenkitzel, mit den Haien auf Tuchfühlung zu gehen, fahren mit Booten zu den Walkadavern fürs Fotoalbum. Und ganz besonders lebensmüde amüsieren sich beim Haistreicheln. Sich Walkadavern zu nähern, ist jetzt per Gesetz unter Strafe gestellt. In Australien, dem Paradies für Surfer und Taucher, aber eben auch der Heimat von vielen Haien. Im Norden und mittleren Westen der USA. Das Thermometer sackt auf minus 40 Grad. Mindestens 6 Menschen starben schon. Vieh muss aus der Luft versorgt werden. Einige Farmer haben ihre Herden verkauft. Amerika zittert unter der Kältewelle. Im Januar sah es in Chicago noch so aus. Jetzt sind es hier nur noch 10 Grad unter Null. Fassungslos stellt ein Wetterexperte fest, unsere Temperaturen liegen weit unter dem Durchschnitt. Solche Kälte kennen wir sonst nur im nördlichsten Kanada, aber nicht im Zentrum der USA. Nur ein paar Unerschrockene laufen so durch Washington. Ich jogge, damit ich nicht erfriere. Ich trage viele Schichten übereinander. Der Schal war mir sogar zu warm. Warm ist es nur unter der Straße, zu warm. Jetzt gefährdet der Dampf aus den Fernheizungsrohren Washingtons Autofahrer. Bleiben wir gleich drüben und fragen uns, ob ein Aufenthalt im All Langzeitschäden verursacht, an die bisher niemand dachte. Extreme Eifersucht zum Beispiel. Jedenfalls ist die amerikanische Astronautin Lisa Nowak im Juli noch mit dem Space Shuttle unterwegs, jetzt auf die Jagd nach einer Nebenbuhlerin gegangen, wollte sie mit Waffengewalt entführen und wird nun sogar wegen versuchten Mordes angeklagt. Mick Locher berichtet. Das ist Lisa Nowak, im Juli noch im Shuttle unterwegs im All und heiße Anwärterin auf einen Flug zum Mond. Doch nun kam alles anders, ihr ist das Lachen gründlich vergangen. Festnahme in Handschellen wegen versuchter Entführung aus Eifersucht auf eine Frau, die denselben Astronauten liebt wie sie. Sie stemmte einen Spalt breit das Seitenfenster auf und sprühte Pfefferspray ins Auto. Die bedrohte Frau war in der Lage, die Polizei zu rufen. Nowak war im Auto 1500 Kilometer weit von Houston in 12 Stunden nonstop nach Florida gerast, mit Astronautenwindeln, um nirgendwo auf die Toilette zu müssen. Dort jagte sie dann am Flughafen von Orlando die Rivalin mit Perücke, Messer und Luftgewehr. Der Grund rasende Eifersucht. Ihr Opfer liebt denselben Mann, den Top Gun-Piloten und erfahrenen Shuttle-Astronauten Bill Oefelein, 41, verheiratet, 2 Kinder zuletzt im Dezember in der Umlaufbahn. Die verheiratete Frau und dreifache Mutter offenbarte dem Staatsanwalt vor wenigen Stunden, dass sie nach ihrem Allkollegen Oefelein verrückt war. Bei der NASA kann man sich nicht erinnern, dass jemals ein Astronaut wegen Eifersucht hinter Gitter musste. Gefühle unter Raumfahrern könne man nie verhindern, so die Weltraumbehörde weiter. Der Polizei gestand die Astronautin, sie wollte die Konkurrentin nur erschrecken. Noch hat die NASA nicht geklärt, ob Nowak ihren Beruf aufgeben muss. Vielleicht entscheidet das Gericht. Der liebeskranken Sternenfrau könnte wegen versuchter Entführung lebenslange Haft drohen. Liebeskranke Sternenfrau. Grad hält den Nordosten der USA und Teile Kanadas fest im Griff. Wegen Schneeverwehungen wurde der Zugverkehr auf einigen Bahnstrecken eingestellt. In mehreren US-Bundesstaaten blieben die Schulen geschlossen. Insgesamt waren 120.000 Kinder betroffen. Die Behörden warnten die Bevölkerung, dass auf ungeschützter Haut bereits nach wenigen Minuten Erfrierungen drohen. Wegen der extremen Kälte starben bereits 5 Menschen. Als Folge der eisigen Rekordtemperaturen ist der Ölpreis wieder gestiegen. Nach Angaben von Meteorologen soll der Wintereinbruch noch bis Mitte Februar in der Region anhalten. Ein Problem. Kein technisches, sondern ein Liebesproblem. Eine ihrer hoffnungsvollsten Astronautinnen, die auch schon mit dem deutschen Thomas Reiter im All war, ist, sagen wir mal, durchgedreht. Sie hat eine Mitarbeiterin der Luftwaffe angegriffen und versucht zu entführen. Der Grund? Beide Frauen lieben denselben Mann. Einen Space Shuttle-Astronauten aus den USA, Ulrich Oppold. Lisa Marie Nowak hat eine Traumkarriere bei der NASA hingelegt. Jetzt ist sie wegen versuchten Mordes angeklagt.
Die 43 Jahre alte Astronautin, verheiratete Frau und Mutter von drei Kindern, war im vergangenen Sommer an Bord der Raumfähre Discovery ins All geflogen, zusammen mit dem deutschen Astronauten Thomas Reiter. Sie hat die Erde vom Weltraum aus gesehen. Heute steht sie wie eine Schwerverbrecherin vor Gericht. Die Astronautin hatte mit ihrem zwei Jahre jüngeren Kollegen William Ufelein, Vater zweier Kinder, eine Affäre. Beide flogen vergangenes Jahr mit der Discovery, allerdings nie zusammen. Als Lisa Marie Novak erfuhr, dass der attraktive Kollege inzwischen ein weiteres Liebesabenteuer mit einer jüngeren Mitarbeiterin des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral hatte, rastete sie aus. Getarnt mit Perücke und Trenchcoat fuhr Novak 1500 Kilometer von Houston nach Orlando. Auf dem Flughafen folgte sie ihrer Rivalin ins Parkhaus und sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht. Die Überfallene rief die Polizei. Noch am Flughafen wurde die eifersüchtige Astronautin festgenommen, die angeblich sogar Astronautenwindeln trug, um während der Fahrt nicht anhalten zu müssen. Es war ein ziemlich ausgeklügelter Plan. Wir glauben, dass sie wahrscheinlich ihre Rivalin entführen wollte, um ihr vielleicht etwas anzutun. Novak sagt, sie wollte die Frau nur zur Rede stellen. Die Polizei fand im Auto der Astronautin vor diesem Hotel eine Luftpistole, einen Metallhammer, ein Klappmesser und einen Gummiknüppel. Wegen versuchten Mordes und versuchter Entführung droht Novak nun eine lebenslange Gefängnisstrafe. Gegen eine Kaution von $15.000 wurde sie aus der Haft entlassen, muss allerdings elektronische Fußfesseln tragen. Wo die Liebe so hinfällt, hm? Ja. Meine Liebe gehört Gott sei Dank dem Sport. Bitte sehr. Mission Specialist Lisa Marie Nowak was granted bail of $10,000. When that new charge was laid earlier on Tuesday, Nowak was already facing other charges over the same incident. An alleged attack on a US Air Force captain, a romantic rival for the affections of another astronaut. Miles O'Brien has more on a star-crossed love triangle. Lisa Nowak, astronaut in training. Lisa Nowak, suspect, facing some serious charges. Police in Orlando say it's all about a high-flying love triangle. They say Nowak, a Navy captain who flew for the first time on the shuttle Discovery in July, drove 900 miles from Houston to Orlando to confront Colleen Shipman at the airport. Authorities say both women were romantically linked to astronaut Bill Ofline, the pilot on the last shuttle mission in December. It was a fairly elaborate plan, and we believe that she was probably going to try to kidnap the victim and, possibly do serious bodily harm. Police say Nowak, married with three children, wore a trench coat and wig and waited for Shipman in the parking lot at the airport when she arrived on a flight from Houston. They say Nowak pepper sprayed Shipman as she sat in her car. But there is more. Police say Nowak was armed with a knife, a BB gun, and a steel mallet. It's a really, really sad case that, somebody of that stature, that success in a professional career ends up finding herself on the other side of the law facing some very serious charges. Miles O'Brien, CNN, New York. And another weird twist of this. She apparently was wearing a nappy while she drove the 900-mile distance from Texas to Orlando. Why on earth, My Hugo? Guess is because she didn't want to stop. Very perplexing behavior. All before the courts. All for love. How the mighty fall. Now call it the YouTube. Logbuch heute Nacht, 7. Februar 2007. Und wir sprechen über die Astronautin Lisa Nowak. Die ist schon mit Thomas Reiter in der Discovery durchs All geflogen. Zurück auf dem Boden der Tatsachen ist Frau Nowak in einem echten Schlamassel gelandet. Sie hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um einer vermeintlichen Nebenbuhlerin eins auszuwischen. Das ist vorsichtig formuliert, denn die Anklage lautet sogar versuchter Mord. Wenn Hollywood die Geschichte inszeniert hätte, würde man von maßlos überzogenem Kitsch reden. Die schöne Astronautin, ihr begehrter NASA-Kollege und eine Nebenbuhlerin, die auch noch Offizierin der Luftwaffe ist. Klingt schon jetzt ein bisschen dicke, finden Sie? Warten Sie ab, bis Thomas Walde Ihnen die Details erzählt hat. Im vergangenen Jahr schien der Himmel grenzenlos. Lisa Nowak am Mikrofon mit dem deutschen Thomas Reiter und anderen Astronauten im All. Jetzt der tiefe Absturz nach einem Eifersuchtsdrama. Das Bild, das in Lichtgeschwindigkeit um die Welt geht, das Festnahmefoto der Polizei. Wir glauben, dass sie ihr Opfer entführen wollte. Die Vorwürfe, versuchter Mord und Entführung, Körperverletzung. Nowak habe eine Pilotin angegriffen, die ebenfalls im Weltraumprogramm arbeitet und mit einem anderen Astronauten ein Verhältnis gehabt habe. Sie schlug gegen die Autoscheibe des Opfers und sprühte Pfefferspray hinein.
1500 Kilometer sei Nowak gefahren, um ihre Rivalin abzufangen, bewaffnet mit Luftpistole und Messer. Sie habe eine Windel getragen, um keine Pause einlegen zu müssen. Die NASA untersucht den Fall. Unsere Sorge gilt ihrer Gesundheit und dass sie sicher ist, dass wir sie dadurch und zu ihrer Familie zurückbringen. Nowak gab zu Protokoll, dass sie ihre Rivalin nicht angreifen, sondern nur konfrontieren und ihr Angst machen wollte. Weitere Weltraumflüge sind für sie gleichwohl in weite Ferne gerückt. Statt auf dem Mond landet sie nun erst einmal im Knast. Das einige. Vielleicht sollte sich die Presse mit Vorverurteilung zurückhalten, bis der Fall vor Gericht verhandelt wird, stemmt sich Nowaks Verteidiger gegen die Berichterstattung über den tiefen Fall seiner Klientin. Letztes Jahr flog sie noch mit dem Deutschen Thomas Reiter ins All, wurde in den USA als Heldin gefeiert. Dann hatte die 43-jährige Mutter dreier Kinder eine Affäre mit dem attraktiven Space-Shuttle-Piloten Bill Oefelein. Als Lisa herausfindet, dass Bill auch ein Liebesabenteuer mit der jüngeren NASA-Offizierin Colleen Shipman hat, verliert sie die Nerven. Mit Perücke, Brille und Trenchcoat getarnt, fährt die hochbegabte Wissenschaftlerin 1500 Kilometer in einem Rutsch nach Orlando, um der Rivalin aufzulauern. Sie trug auf der Fahrt Astronautenwindeln, hat sie gesagt, warum? Die trug sie, weil sie offenbar keine Zeit verlieren wollte. Im Flughafenparkhaus passt sie die Nebenbuhlerin ab und greift sie an. Sie hat Pfefferspray in den Wagen des Opfers gesprüht, aber das Opfer konnte die Polizei verständigen. In ihrem Hotel fand die Polizei eine Luftpistole, ein Messer und einen Metallhammer. Als Astronautin griff Nowak beherzt zu den Sternen. Aus Liebeskummer hat sie jetzt alles verloren. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe. Nowak is on her way back to Texas, free on bail. One day after being charged with attempted murder after a cross-country odyssey. This time she's escorted by police and hordes of television cameras. It was about as far from a proud spacewalk as an astronaut could ever get. A very down-to-earth perp walk with her head covered, trying to hide from a meteor storm of media cameras. That's from one extreme to another, yeah. Susan Candiotti was there. She has more on the strange twist in Lisa Nowak's long journey, which started out with so much promise. Free on bond and covering her head with a jacket. Lisa Nowak's courthouse exit, not the white glove treatment astronauts are used to. Murder was the plan, and it just was not able to be carried out. Nowak was stoic in court, but police say she was obsessed with her perceived love rival Colleen Shipman over fellow astronaut Bill Oefelein and had murder on her mind. Her attorney says Nowak just wanted to talk with Shipman. Nowak's family released this statement. Considering both her personal and professional life, these alleged events are completely out of character and have come as a tremendous shock to our family. By all accounts, a loving family. Nowak was thrilled by Neil Armstrong's moonwalk. In Rockville, Maryland, she was co-valedictorian in high school. Her former classmates showed off yearbook photos of Nowak, active in student government and sports. She was a good student, sweet person, serious student, athletic, just never didn't find her to be the one in trouble or doing something like this. She earned an aerospace engineering degree at the U.S. Naval Academy. Nowak finally made it into the Navy's test pilot school after six failed attempts. In the mid-80s, she married. Her husband works at Mission Control. They separated a few weeks ago. They have a teenage son and young twin daughters. And liftoff of the Space Shuttle Discovery. Last year, she flew on the Shuttle Discovery, working a robotic arm. I think that she's all about her career, and that's why I was just very surprised that she'd do something outside of normal, get herself in a jam like this. Before the shuttle launch, Nowak talked with CNN about the program's future. Well, I'm glad we get to participate in the current program, even if it's retiring soon. But I'm also looking forward to the next things that are coming. Susan Candiotti, CNN, Orlando. So what causes somebody to snap like this, especially an astronaut, someone who has been trained to make a lot of rational decisions in split seconds? As Miles O'Brien tells us, here on Earth, the life of an astronaut seems to leave one more, not less, likely to succumb to the dark side. John Clark is no longer with NASA, but he's still part of the family, and that family is in shock. It was very apparent that she's under a huge amount of stress, and obviously
She was not thinking right. Lisa Nowak was there for Clark and his son Ian on some very dark days. Clark's wife Laurel perished on the space shuttle Columbia 4 years ago. The two had much in common, both naval officers, astronaut classmates, working moms. They loved kids, they loved their family life, they loved gardening and flowers. And, you know, she was very close to Lisa, and that's the part of it. I sit there and I think, you know, if somebody's under enough emotional stress, who knows what could happen. As a former NASA flight surgeon, Clark has seen the stress through a doctor's eyes as well. He says many astronauts do not have happy landings after the emotional high of space flight. They've been on this tremendous high, and then there's this tremendous low that follows, this vacuum that follows. And that's up here, I think that they're very vulnerable, and I think that might be the case, here too. Lisa Nowak flew to space for the first time in July. If she needed psychological help post-mission, it would be no surprise that she did not seek it. You got to understand, for astronauts, it is a life quest. This isn't a job. This is a dream for us. And we have worked our entire lives to achieve this dream, and we don't want to get anything get in the way of having it realized on a mission into space. Former astronaut Mike Mullane flew on the shuttle 3 times, starting in the late 80s. He reluctantly sought out a NASA psychiatrist because of problems he had with a boss. They don't just lock us in a tube and say deal with it, like I'm getting the impression some people think. But it is an elite club, a type A-plus fraternity. The ranks always closed, allowing problems to fester. The divorce rate is high, and astronauts say extramarital affairs are not uncommon, seldom discussed outside the family. For years, we've left it up to the astronauts to essentially pick their own membership. And so they're brought in, they're beholden to the people who have brought them in, they've become part of this little fraternity, they become isolated down in Houston to a great extent. Former NASA engineer Homer Hickam is author of the book that inspired the movie October Sky. He says there are too many astronauts chasing too few seats to space. The competition, almost inhumane. The astronaut office, in my opinion, really needs to be broken up. It needs to be spread around all of the NASA centers. It needs to get out. The people in the astronaut office need to get out into the real world a little bit, breathe a little fresh air, and understand what's really going on in the world. Miles O'Brien, CNN, New York. And you can read more about this high-flying love triangle on our website at CNN.com, including a photo gallery of all those involved. We're following two big stories coming about half an hour ago. On board a contingent of journalists. The jet is expected to go into service next October. It's built to carry more than 800 passengers. So far, more than 160 have been sold, but cost overruns, delays, and losses mean it could be years before Airbus actually sees any amount of profit from it. And speaking of profits, it's for the number of crimes that include attempted murder in Orlando, Florida. Police say she attacked Air Force Captain Colleen Shipman, whom she apparently perceived as a rival for the affections of another NASA astronaut, Bill Oflein. NASA has grounded Nowak and has placed her on leave. The leaders of rival story. It is a sad story, but leave it to the late night comedians to find the funny side of it. Well, we could actually see it coming. The notion of a love triangle in space was just too good of a target for them to pass up. And of course, they didn't. Here's a sampling of what the late night jokers had to say about it. You folks are here on a special night, and thank you very much for showing up. The entire balcony at the Ed Sullivan Theater tonight is filled with deranged, lovesick astronauts. She was in court today, and the judge let her go free on bail. On bail? Talk about a flight risk. She's an astronaut. She could leave the planet. She could be in Mars by tomorrow. After hearing about it, NASA officials said we may need to add a new question to the astronaut entrance exam. Thank God the kidnapping attempt failed. And of course it failed. I mean, let's face it, she's no rocket scientist. Of course, all the headline writers have been having a field day as well. So far, we've seen Astro Naughty and Lust in Space. Something tells me we haven't heard the last of this. No. Wish we could come up with some of those ourselves. All right, there's more. And this is Your World Today. In just a moment, we'll have more on those important talks in Mecca and also the latest from Iraq.
First, though, an update on a bizarre story in the United States that has had an awful lot of people transfixed. The story of astronaut Lisa Nowak, who has now returned to Texas free on bail one day after she was charged with attempted murder following a cross-country odyssey. This time, she's escorted by police and hordes of television cameras, and her wings have been clipped. NASA has grounded Nowak and put her on leave. It's about as far from a spacewalk as an astronaut can get, a perp walk instead, with her head covered as she tries to hide from a meteor shower of photographers. It's not how Nowak would have wanted to go home to Houston. She's free on bond after being charged with a number of crimes, including attempted murder. Police say Nowak attacked Air Force Captain Colleen Shipman, whom she apparently perceived as a rival for the affections of another NASA astronaut, Bill Offline. Randy Kay has more on the strange twist in Lisa Nowak's long journey, one that started out with so much promise. I knew her well. I've flown with her. She did a fantastic job on the mission. She's been a great astronaut for all the years that I've known her. Lisa Nowak was one of less than 300 Americans to make it into space and the first Italian-American woman. One small step. She had dreamed about it since being mesmerized by Neil Armstrong's moonwalk when she was just in kindergarten. I thought if there was a chance to be able to come here, that I would love to do that. She spent 10 years training and then waiting for a space assignment. But eventually, she saw the stars up close in July 2006, spending 13 days in orbit, a mission specialist on board the Space Shuttle Discovery. Like all the astronauts, Nowak was an extremely motivated student, calling herself competitive, determined, and energetic. I watched the development of the space shuttle program, and in particular when they started including women in the program, and it started to look like something that I really could do. She is only one of 38 women to make it into space, a fact not lost on her former high school classmate, Dennis Alloy. I wasn't surprised at all. I think that she was going to be an astronaut if she wanted to be an astronaut or whatever she wanted to be. She was a hard worker, and she was determined to do what she wanted to do. After high school, Nowak enrolled in the Naval Academy and became a Navy captain. Eventually, she became a test pilot. It was not an easy entry for her. She applied 6 times before being accepted. Nowak even fought a policy that required she have longer legs to fly fighter jets. She got a waiver and has logged more than 1,500 flight hours in more than 30 different aircraft. In 1996, Nowak was finally accepted into NASA's astronaut program. Every 2 years, 3,500 men and women apply for about 20 spots as mission specialists or pilots. She passed a battery of medical, physical, and psychological exams before being allowed into space. I want to make sure that I can support and do everything that I've trained to do in a timely manner and keep on schedule and keep everybody safe. Before she reached the stars, Nowak offered one word for other women looking to follow her there: persistence. Exploration is just part of our destiny. It's what we feel inside of us that we have to go and find out what more there is. Randy Kay, CNN, New York. So what causes someone to snap like that, especially an astronaut, someone who's trained to make rational split-second decisions? And somebody you think would have been screened psychologically to be an astronaut. But as Miles O'Brien tells us, here on Earth, the life of an astronaut seems to leave all of them more, not less, likely to succumb to the dark side. John Clark is no longer with NASA, but he's still part of the family, and that family is in shock. It was very apparent that she's under a huge amount of stress, and obviously she was not thinking right. Lisa Nowak was there for Clark and his son Ian on some very dark days. Clark's wife Laurel perished on the Space Shuttle Columbia 4 years ago. The two had much in common, both naval officers, astronaut classmates, working moms. They loved kids, they loved their family life, they loved gardening and flowers. And, you know, she was very close to Lisa, and that's the part of it. I sit there and I think, you know, if somebody's under enough emotional stress, who knows what could happen. As a former NASA flight surgeon, Clark has seen the stress through a doctor's eyes as well. He says many astronauts do not have happy landings after the emotional high of space flight. They've been on this tremendous high, and then there's this tremendous low that follows, this vacuum that follows. And that's a period, I think, that they're very vulnerable. And I think that's might be the case, you know, here too.
Lisa Nowak flew to space for the first time in July. If she needed psychological help post-mission, it would be no surprise that she did not seek it. You got to understand, for astronauts, it is a life quest. This isn't a job. This is a dream for us. And we have worked our entire lives to achieve this dream, and we don't want to get anything in the, have anything get in the way of having it realized on a mission into space. Former astronaut Mike Mullane flew on the shuttle three times, starting in the late 80s. He reluctantly sought out a NASA psychiatrist because of problems he had with a boss. They don't just lock us in a tube and say deal with it, like I'm getting the impression some people think. But it is an elite club, a type A-plus fraternity. The ranks always closed, allowing problems to fester. The divorce rate is high, and astronauts say extramarital affairs are not uncommon, seldom discussed outside the family. For years, we've left it up to the astronauts to essentially pick their own membership. And so they're brought in, they're beholden to the people who have brought them in, they've become part of this little fraternity. They become isolated down in Houston to a great extent. Former NASA engineer Homer Hickam is author of the book that inspired the movie October Sky. He says there are too many astronauts chasing too few seats to space. The competition almost inhumane. The astronaut office, in my opinion, really needs to be broken up. It needs to be spread around all of the NASA centers. It needs to get out. The people in the astronaut office need to get out into the real world a little bit, breathe a little fresh air, and understand what's really going on in the world. Miles O'Brien, CNN, New York. And you can read more about this high-flying love triangle on our website at CNN.com, including a photo gallery of all those involved in it. Authorities in Austria. Liebe zu ihrem Kollegen soll Lisa Nowak bewaffnet mit Perücke und Pfefferspray 1500 Kilometer quer durch Amerika gefahren sein, um ihre Rivalin brutal zu überfallen. Jetzt muss sie sich wegen versuchten Mordes, versuchter Entführung und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die NASA-Heldin wurde dadurch zum Gespött der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr schien die Freiheit wohl grenzenlos. Lisa Nowak weit über den Wolken. Unter anderem mit dem deutschen Astronauten Thomas Reiter. Jetzt der tiefe Absturz mit einer Jacke über dem Kopf verlässt sie ein Gericht in Florida, nachdem sie auf Kaution freigelassen worden war. Sie selbst sagte dort wenig, nur Namen und Geburtsdatum. 10. Mai 1963. Die Vorwürfe gegen Nowak: versuchter Mord, Entführung, Körperverletzung. Ein ganz irdisches Eifersuchtsdrama. Die verheiratete Nowak habe den Astronauten Bill Oefelein angehimmelt und eine NASA-Pilotin angegriffen, die sie als Rivalin sah. Sie schlug gegen die Autoscheibe des Opfers und sprühte Pfefferspray hinein. 1500 Kilometer sei Nowak gefahren, um ihre vermeintliche Rivalin abzufangen, bewaffnet mit Luftpistole und Messer. Sie habe eine Windel getragen, um keine Pause machen zu müssen. Ein kleines Detail der Tat, die ein großes Rätsel für die NASA ist. Die Stimmung bei der NASA ist: wir sind sehr erstaunt und begreifen genauso wenig wie alle anderen, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Nowak gab zu Protokoll, dass sie ihre Rivalin nicht angreifen, sondern ihr nur Angst machen wollte. Weitere Weltraumflüge sind für sie gleichwohl in weite Ferne gerückt. Statt auf dem Mond droht sie nun, im Knast zu landen. Of attempted murder. This is hard to watch. Very hard, but leave it to the late night comedians to find the funny side of this very sad story. You could just see it coming. The notion of a love triangle in space was just too good of a target for them to pass up, and of course they didn't. Here's a sampling of what the late night jokers had to say about it. You folks are here on a special night, and thank you very much for showing up. The entire balcony at the Ed Sullivan Theater tonight is filled with deranged, lovesick astronauts. She was in court today, and the judge let her go free on bail. On bail? Talk about a flight risk. She's an astronaut. She could leave the planet. She could be in Mars by tomorrow. After hearing about it, NASA officials said we may need to add a new question to the astronaut entrance exam. Thank God the kidnapping attempt failed. And of course it failed. I mean, let's face it, she's no rocket scientist. Well, it's not just the comedians, but the headline writers, too, who've been having a field day with this. So far, we have seen Astronauty and Lust in Space, my favorite. We certainly have not heard the last of this. Probably not.
You've seen the last of us, though, for now at least. We're going to step away, but your world today continues with Hala Gharani and Jim Clancy. They'll have the latest on the police sting on a global child pornography ring on the internet. Very interesting. Bizarre story in the United States. No other way to describe it, and it's got people transfixed everywhere. NASA astronaut Lisa Nowak has now returned home to Texas. She's free on bail, there with a coat over her head, a day after being charged with attempted murder. Police say Nowak attacked Air Force Captain Colleen Shipman, whom she apparently perceived as a rival for the affections of another NASA astronaut, Bill Oefflein. NASA has grounded Nowak, put her on leave, and boy, that's a long way from that proud walk to the space shuttle there, a walk to a patrol car in the tarmac. You know, this ist heute das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380 mit Gästen an Bord gestartet. Unser Luftfahrtreporter Ralf Benke war natürlich mit an Bord, aber bevor wir Ihnen seine Bilder zeigen, wollen wir Ihnen einen Eindruck von der Größe des Fliegers geben. Dafür haben wir mal ein paar Vergleiche vorbereitet. Das Leitwerk hier hinten am Heck ist etwa dreimal so hoch wie ein Einfamilienhaus, dieses kleine da vorne, und entspricht ungefähr der Höhe des Brandenburger Tors, also gut 24,10 Meter, inklusive Quadriga. Zudem ist der Supervogel etwa so lang wie ein Fußballfeld breit ist und hätte damit in der riesigen Schalker Fußballarena nur ganz knapp Platz. Und wenn wir uns den Superflieger einmal noch näher anschauen, dann wird klar, dass die Kabine quasi aus zwei kompletten Flugzeugen besteht. Das untere Stockwerk hier ist etwa so groß wie ein ganzer Jumbojet und das obere hier immer noch so groß wie ein Mittelstreckenflugzeug. Insgesamt passen mehr als 550 Passagiere da hinein. Und jetzt kommt Ralf Benke und der erzählt Ihnen aus erster Hand, wie das Ganze sich so in der Luft anfühlt. Wenn man sich in ein Triebwerk der A380 stellt, dann begreift man so wirklich, wie riesig das Flugzeug ist. Nämlich, das Triebwerk alleine ist schon größer als die Kabine, der Rumpf bei vielen anderen Verkehrsflugzeugen. Welche Art von Kabine diese neu ausgestattete A380 hat, hält Airbus bis zum Boarding noch geheim. Journalisten aus ganz Europa sind zum Schnupperflug eingeladen, ein Rundflug vom französischen Toulouse aus. Wer welchen Sitzplatz bekommt, entscheidet Airbus nach einem Lossystem, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Gegen 13.20 Uhr ist es dann soweit. Es ist das 10. Mal überhaupt, dass diese A380 abhebt. Was man sofort merkt hier an Bord, ist, dass das ganze Flugzeug sehr ruhig in der Luft liegt. Kaum ein Wackeln, das liegt sicherlich an der großen Masse, die nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Schon kurz nach dem Start haben viele ihren Lieblingsplatz an Bord gefunden. Und das ist der Beweis, es gibt sie wirklich, die berühmte Bar an Bord, über die schon viel geredet und geschrieben worden ist. Gleich ein Treffpunkt für viele. Jetzt schauen wir uns erstmal die Kabine an. Natürlich konnte die Economy Class nicht neu erfunden werden, doch es gibt neue Technik, eine permanente Außenbildübertragung zum Beispiel und größeren Abstand zwischen den Sitzen. Von der Beinfreiheit her ist die Economy Klasse deutlich geräumiger, das merkt man sofort, wenn man sich hinsetzt. Was eigentlich auch auffällt, solche Geräte hier, das sind Sensoren, das zeigt uns, wir befinden uns noch in einem Testflugzeug. Ingenieure sammeln weiter Daten, noch sind auch die Business- und First-Class-Sitze Testversionen. Den Luxus an Bord späterer Linienmaschinen halten die Airlines noch unter Verschluss, aber schon die Flugeigenschaften begeistern. Ich habe noch nie so ein leises Flugzeug erlebt. Es ist für die Passagiere sehr angenehm, ist aber auch für uns als Crew sehr, sehr angenehm. Unser Fazit, der Riesen-Airbus für rund 550 Passagiere wirkt nicht wirklich erdrückend, weil sich alles auf zwei Ebenen verteilt. Zehntausende potenzielle Passagiere warten bereits darauf, die ersten Tickets buchen zu können für den ersten Linienflug im Oktober. Und wir bleiben, man könnte sagen, in der Luft. Die US-Medien werden auch heute von einem Thema beherrscht, der verhängnisvollen NASA-Affäre, bei der die Astronautin Lisa Marie Nowak im Kampf um die Liebe eines Space Shuttle-Piloten versucht hatte, ihre Nebenbuhlerin zu entführen und möglicherweise sogar zu töten. Die Amerikaner fragen sich, wie die Frau mit solch einer Bilderbuchkarriere so tief fallen konnte. Aus den USA, Ulrich Oppold. Lisa Marie Nowak hat sich zum Gespött gemacht. Sie schämt sich, trägt eine Jacke über dem Kopf, obwohl inzwischen jeder das Polizeifoto der berühmten Astronautin kennt. Ihr Kollege Steve Lindsay begleitet sie auf dem Flughafen von Orlando, wo die Astronautin nebenan im Parkhaus ihre jüngere Rivalin angegriffen hatte. Versuchter Mord wurde ihr vor Gericht zur Last gelegt. Man hat hier eine Anklage zusammengebastelt, die von ungeheuerlichen Annahmen ausgeht. Nach Fakten ist es allenfalls ein Vergehen. Im All konnte sie nichts aus der Ruhe bringen.
Umso mehr fragen sich sogar ihre Kollegen, wie die gut ausgebildete, psychologisch geschulte Wissenschaftlerin trotzdem die Kontrolle verlieren konnte. Novak hat es geschafft, wovon viele Amerikanerinnen träumen. Sie ist eine von weltweit nur 38 Frauen, die ins All geflogen sind. Ich habe das Space Shuttle-Programm von Anfang an verfolgt, besonders als sie auch Frauen suchten. Da wollte ich natürlich dabei sein. Die 43 Jahre alte Mutter von drei Kindern verliebte sich in ihren Astronautenkollegen William Oefelein. Sie hatten sich beim Training kennengelernt. Beide sind bei getrennten Missionen zur Internationalen Raumstation geflogen. Sie hat diesen großartigen Höhepunkt erreicht. Nach dem Flug ist sie emotional in ein tiefes Loch gefallen. Da war sie sehr anfällig. Das mutmaßliche Ende einer Bilderbuchkarriere. Bis zu einem Prozess wegen versuchten Mordes bleibt die Astronautin auf freiem Fuß. Tragischer Fall. Geschichten, die das Leben schreibt. Wir sind beim Sport. Muss seinen Sanierungsplan bekannt geben. Der Konzern hält Einsparungen für unumgänglich, weil die Probleme beim neuen Riesenflieger A380 viel Geld kosten. Die Gewerkschaft fürchtet um tausende Arbeitsplätze. Dagegen protestieren Beschäftigte in Deutschland und in Frankreich. Trotz aller Probleme werde der A380 ein Erfolg werden, sagte ein Firmensprecher heute in Toulouse. Von dort durften zum ersten Mal Journalisten mit dem Großraumflieger starten. Der Blick aus dem Fenster ist kaum anders als bei einem normalen Flugzeug. Nur von außen erkennt man das wahre Ausmaß dieses Giganten der Lüfte. Fast 3000 Flugstunden hat der A380 inzwischen absolviert. Und die meisten technischen Probleme, die den Airbus-Konzern ins Trudeln gebracht hatten, scheinen inzwischen behoben. Alle Piloten werden ihn ganz sicher lieben. Die neu drauf kommen, die werden ihre Chefs fragen, ob sie Überstunden fliegen dürfen, damit sie ein bisschen länger damit fliegen können. Verzögerungen bei der Produktion, ausgelöst durch Fehler bei der Verkabelung des Flugzeuges, hatten zu gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen deutschen und französischen Standorten geführt. Die Gewerkschaften befürchten, dass in Deutschland mehrere tausend Arbeitsplätze gestrichen werden. Darüber will Airbus am 20. Februar entscheiden. Beeindruckend ist das Raumangebot für die Passagiere in dem doppelstöckigen Flugzeug. Selbst in der Economy-Klasse mit 10 Sitzen in einer Reihe gibt es 5 cm mehr Beinfreiheit. Wer tiefer in die Tasche greifen will, kann sich auf Langstrecken künftig auch flachlegen. Das Design ist so konzipiert, dass man sich hier an Bord sehr wohl fühlt. Und insofern habe ich keine große Veränderung gemerkt. Es ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Auch beim Geräuschpegel und dem Spritverbrauch erreicht der A380 Spitzenwerte. So leise und sparsam, dass die Airbus-Manager sicher sind, deutlich mehr als die 166 Maschinen zu verkaufen, die bisher bestellt sind. Really finding the funny side of all of this. All right, let's admit this. You could really see it coming. The notion of a love triangle in space was too good a target to pass up, and they didn't. Here's a sampling of what the late night jokers had to say about the story. You folks are here on a special night, and thank you very much for showing up. The entire balcony at the Ed Sullivan Theater tonight is filled with deranged, lovesick astronauts. She was in court today, and the judge let her go free on bail. On bail? Talk about a flight risk. She's an astronaut. She could leave the planet. She could be in Mars by tomorrow. After hearing about it, NASA officials said we may need to add a new question to the astronaut entrance exam. Thank God the kidnapping attempt failed. And of course it failed. I mean, let's face it, she's no rocket scientist. I gotta admit, it's funny. Well, of course, the headline writers have been having a field day as well. So far, we've seen astronauty, and instead of lost in space, lust in space. Well, something tells me we haven't heard the last of this story, especially in the United States. And goodness knows you have a lot more, many headlines you can check online in terms of what the pun writers have come up with. Well, while we're on the subject of odd love stories. Yeah, we've got another one here. That's right. Go over to Italy. Of course, it's predominantly Catholic, and divorce is frowned upon. Everybody, you know, I guess we could say that mistresses are pretty famous in Italian right. society. Well, we found a couple that may have carried the whole fidelity idea thing a little too far. Well, he certainly carried it to the grave. Look at this. Archaeologists working near Verona, the site of Shakespeare's Romeo and Juliet, have discovered the remains of a couple locked in an embrace. Look at that. An embrace for, yeah, you gotta cramp up after a while. 5,000 years, that's a long time to be cuddling. I can't figure out, Holly, what did he do? I mean, why was he trying to make up to her? Maybe she did something, Jim. Yeah, you're right. Maybe she's cuddling up to him.
It's a possibility. Well, actually, we don't even know if there's if it's a boy and a girl or not. Anyway, it's 5,000 years ago, so, well, guys, you've been together a long time. Well, happy 5,000th anniversary. Whoever they can stand each other for that long. They deserve to be celebrated. The latest in business headlines is just ahead. Top NASA officials say the space agency community is in shock and is very concerned about astronaut Lisa Nowak. She's the woman at the center of a love triangle who was arrested on Monday in the state of Florida. In a news conference within the last hour, NASA said it would not discuss legal or personal issues, but did address the astronaut status. First, we can tell you that Lisa Nowak, who had been scheduled for duties related to the upcoming shuttle mission, has been removed from flight status. She also is on 30-day leave. She has been released from police custody in Orlando and is now back in Houston, where she lives. Susan Candiotti has further details of this unusual story. Captain, do you got any? Accompanied by her NASA shuttle commander, Steve Lindsay, Lisa Nowak left a hotel before dawn. Again, shielding her face from cameras, the astronaut made her way to a flight back to Houston from Orlando. Before she was freed on $25,000 bond, she faced a judge Tuesday. Murder was the plan, and it just was not able to be carried out. Nowak was stoic in court, but police say she was obsessed with her perceived love rival Colleen Shipman over fellow astronaut Bill Oefelein and had murder on her mind. Her attorney says Nowak just wanted to talk with Shipman. Nowak's family released this statement. Considering both her personal and professional life, these alleged events are completely out of character and have come as a tremendous shock to our family. By all accounts, a loving family. Nowak was thrilled by Neil Armstrong's moonwalk. In Rockville, Maryland, she was co-valedictorian in high school. Her former classmates showed off yearbook photos of Nowak, active in student government and sports. Here for now, though, Airbus is mounting a charm offensive to overhaul its image. Did they charm us? Well, let's find out. My colleague Richard Quest joins us now live from London's Gatwick Airport with more on this. You're just back off at one of the first flights, aren't you, Richard? How was it? Becky, you can't imagine the sheer enjoyment of finally being on board the Super Jumbo, the A380. For several months now, if not longer, it has been fashionable to beat up on the plane. The cost overruns, the delays, the interminable management changes at Airbus Industry. But that all ignores the essential fact that the A380 has been built, it is flying, and that's why Airbus invited 200 journalists to go on a flight from southern France over Spain. It was really nothing more than a two-hour joyride so we could experience the Super Jumbo for ourselves. 2 years overdue and billions of dollars over budget, but for this group it probably doesn't really matter for an hour or so. We've been waiting for this day for years, our chance to fly on the Super Jumbo. Hello, Captain. Hi. Where are you going to be taking us? The plane is a giant from whichever way you look. Back, front, up, down. And today's view is different. It's bird's eye from the inside looking out as we fly for the first time. Take off, and it's tempting to say that this is just like any other plane. Today there are just 200 of us on board. We can only imagine what it will be like with 550 passengers, possibly more. The plane is unique with its staircases at either end, wide and sweeping at the front, cozy and tight at the back. And in this flying building there are hidden treasures. The quarters where the crew will rest on long transoceanic flights, or the lifts that will ensure passengers on both deck are fed and watered. So far in the demonstration planes we've seen, there have been few bars, gyms and spas on board the 380. That's because the economic reality of this very expensive plane means that you need to put as many seats in as possible. So far, only 166 have been sold.
That's way too few for the plane to make any money. And Airbus can't really say when the A380 will break into profit. This market is a market for 1,660 aircraft over a 20-year period. We're essentially the only one in the market. We'll at least get half of that market. Many of the journalists on board have been covering the ups and downs of this plane for years, so it's difficult to be completely unbiased about flying it for the first time. There will be huge teething problems when the 380 comes into service. There'll be long lines, there'll be late luggage. But the 380 is flying and will go into service before the year is out. And Becky, as the plane takes off and lands, because it is so big, it's got this almost whale ocean liner effect that you feel yourself sort of drifting on the air. But the one thing that is absolutely clear, the journalists all felt it, the staff all agreed, the thing is very, very quiet for an aircraft of this size, Becky. All right, the big question is this, though, isn't it? And you suggested it in your report just then. You know, when are they going to make this profitable? When is it going to be a commercially viable operation? Because effectively, Airbus stole a march on their biggest competitor, Boeing, didn't they, when they announced this? And they had all these hundreds of orders for this plane, and they've upset a lot of those people who ordered this plane. When is it going to make a profit, Richard? Confidentially, Airbus will say that with all these delays, they had expected half their customers to pull out. And they didn't. They stuck with the plane. Now, Becky, cynicism aside, that tells me that those airlines know that they will need this plane in the future. Maybe not this year, maybe not in 5 years' time. But if aviation continues to expand at the rate that it has been, with congested airways, slot-congested airports, then I think there's little doubt the plane will find a bigger market. Whether it ever makes money is a different question, and that's largely perhaps as a result of maybe Airbus's own incompetence in the way they actually went about building it. Yeah, Richard Quest at Gatwick Airport. There, we thank you very much indeed for joining us. Was ist in diese Frau gefahren, die schon mit Thomas Reiter im All war, in der NASA zu den Besten der Besten gehörte und die als Astronautin psychische Belastungen gewohnt sein sollte? Einen Tag nach Bekanntwerden der Affäre diskutiert Amerika über Lisa Novak. Im Sommer noch auf der ISS, steckt er auf der Erde offenbar in einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Von Eifersucht getrieben fuhr Novak 1500 Meilen von Houston nach Orlando in Florida, um es ihrer Nebenbuhlerin zu zeigen. Jetzt ist sie wegen versuchten Mordes angeklagt. Ulrich Oppold berichtet. Es ist das bittere Ende einer Bilderbuchkarriere. Lisa Marie Novak hat eine Jacke über den Kopf gezogen, obwohl inzwischen jeder das Polizeifoto der Astronautin kennt. Ihr Kollege Steve Lindsay begleitet sie auf dem Flughafen von Orlando, wo die 43 Jahre alte Novak ihre jüngere Rivalin in die Parkgarage verfolgte, ihren Wagen gestoppt und ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte. Versuchter Mord wurde ihr dann vor Gericht zur Last gelegt. Man hat hier eine Anklage zusammengebastelt, die von ungeheuerlichen Annahmen ausgeht, sagt ihr Anwalt. Nach den Fakten ist das allenfalls ein Vergehen. Immerhin war die eifersüchtige Astronautin mit Klappmesser, Gummiknüppel und Luftpistole bewaffnet, als sie Colleen Shipman auflauerte. Sie trug sogar Astronautenwindeln, um auf der 1500 Kilometer langen Fahrt von Houston nach Orlando nicht anhalten zu müssen. Es war ein ziemlich ausgeklügelter Plan. Wir glauben, dass sie das Opfer wahrscheinlich entführen oder ihr sogar etwas antun wollte. Mit der Raumfähre Discovery war Novak vergangenes Jahr zusammen mit dem deutschen Thomas Reiter zur Internationalen Raumstation geflogen. An Bord konnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Umso mehr fragen sich ihre Kollegen, wie die gut ausgebildete und psychologisch geschulte Wissenschaftlerin trotzdem die Kontrolle verlieren konnte. Novak hat geschafft, wovon viele Amerikanerinnen träumen. Sie ist eine von weltweit nur 38 Frauen, die ins All geflogen sind. Ich habe von Anfang an das Space Shuttle-Programm beobachtet, besonders als sie dann Frauen dafür suchten. Da wollte ich natürlich dabei sein. Die Mutter von drei Kindern verliebte sich in ihren Astronautenkollegen William Ofelein. Sie hatten sich beim Training kennengelernt. Beide sind in getrennten Missionen vergangenes Jahr zur Internationalen Raumstation geflogen. Sie hat diesen großartigen Höhepunkt erreicht. Nach dem Flug ist sie emotional in ein tiefes Loch gefallen. Da war sie natürlich sehr anfällig. Durch den Fall Novak hat das Image der Astronauten gelitten. Seit der Mondlandung sind sie so etwas wie amerikanische Helden.
gelten als äußerst diszipliniert und hervorragend ausgebildet. Auch Lisa Marie Novak hatte einen ausgezeichneten Ruf bei der NASA. Sie hat immer einen fantastischen Job gemacht und ist eine großartige Astronautin. Vor und nach einem Start ins Weltall werden die Astronauten psychologisch betreut, auch um sich auf engstem Raum im Griff zu haben, wenn es an Bord mal dicke Luft gibt. Für Lisa Marie Novak ist im All ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt muss sie sich wegen versuchten Mordes verantworten. Sie wurde gegen Kaution freigelassen. Reporter belagern ihr Haus in Houston. Die Geschichte der eifersüchtigen Astronautin ist das Top-Thema in den amerikanischen Nachrichten. Schon zum zweiten Mal ist vor der japanischen Küste ein prähistorischer Hai aufgetaucht, ein Koboldhai. Erst vor zwei Wochen hatte sich vor der Insel ein Kragenhai in seichten Gewässern verirrt. Beide kommen eigentlich nur in der tiefsten Tiefsee vor. Andrea Dette mit den Bildern. Auftritt eines Koboldhais. Die Fischer, die ihn eingefangen hatten, beeilten sich, um ihre prähistorische Beute ins Aquarium nach Tokio zu schaffen. Selten bekommen Forscher den Koboldhai lebend zu Gesicht. Dies ist ein Jungtier, ca. 1,30 Meter lang. Koboldhaie gibt es seit etwa 50 Millionen Jahren. Es sind also sehr altertümliche Haie, die irgendwann in die Tiefsee abgewandert sind. Aber wir wissen eigentlich gar nichts über diese Haie und daher ist natürlich jeder neue Fang etwas Besonderes. Doch der Tiefseehai hatte in dem Aquarium keine Chance. Zwei Tage überlebte er, dann verendete er durch den verringerten Wasserdruck. Das japanische Küstengewässer hat zurzeit Abenteuerliches zum Thema Urfische zu bieten. Dieser prähistorische Kragenhai tauchte dort vor zwei Wochen auf. Wie sein Artgenosse, der Koboldhai, wurde er von Fischern eingefangen. Solche Tiere zu beobachten, für Forscher ausgesprochen spannend. Das Besondere gerade bei Tiefseehaien ist, dass Haie ursprünglich in flachen Meeresbereichen lebten, in tropischen Bereichen und irgendwann in die Tiefsee abgewandert sind. Wir wissen nach wie vor nicht, wann das genau passiert ist. Um dieses Geheimnis zu lüften, ist der Lebendfang von Tiefseefischen so aufschlussreich. Dies gilt besonders für Haie und ihre Anpassungsfähigkeit an extreme Lebensbedingungen. Doch wenn die beiden seit Tausenden von Jahren in inniger Umarmung da liegen, dann lässt das Raum für wilde Spekulationen. Einen solch einzigartigen Fund haben jetzt Wissenschaftler in Norditalien gemacht. Sie liegen da eng umschlungen und das schon seit etwa 6000 Jahren. Ihre Gesichter berühren sich fast. Wahrscheinlich handelt es sich bei den beiden um eine Frau und einen Mann. Und das lässt Raum für allerlei Vermutungen. Waren es Liebende oder starb der Mann vor seiner Frau und die Frau wurde ihm geopfert, um sie neben ihm zu beerdigen? Die Stellung jedenfalls könne kein Zufall sein, so eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen. Sie glaubt, das Grab sei Zeugnis einer großen Liebe. Das hier ist eine wunderbare Überraschung. Es ist sehr bewegend, es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Auch der Fundort lässt romantische Stimmung aufkommen. Das Grab liegt nahe Verona, dem Schauplatz der Shakespeare-Tragödie Romeo und Julia. Untersuchungen sollen nun darüber Aufschluss geben, wie alt die beiden wurden und wann man sie genau bestattete. Ewige Liebe, es gibt sie doch. Wir haben es gewusst. Wir sind bei Sport. Amerikanische Astronauten haben die internationale Raumstation verlassen. Dabei beseitigten sie Planen, die außen angebrachte Instrumente vor der Kälte des Weltraums schützen. Da die gedreht hat, werden diese Instrumente nun von der Sonne beschienen. Die Planen wurden ins All gestoßen. Sie sollen beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Zwar sei George Bush ein anständiger Mann, aber Washington strebe nach alleiniger Vorherrschaft. Noch dazu habe es ein neues Wettrüsten gestartet. Die NATO-Erweiterung Richtung Osten nannte Putin eine Provokation. Frieden durch Dialog, das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das schien heute auch angebracht. Der russische Präsident aggressiv und fordernd. Putin pochte auf die Rolle Russlands als Weltmacht und nutzte seinen Auftritt zu einer scharfen Abrechnung mit der Politik von USA und NATO. Die Normen und das ganze Rechtssystem der USA haben die politische Grenze überschritten. Nicht nur in der Wirtschaftspolitik und im humanitären Bereich versuchen die USA, anderen Staaten ihren Willen aufzuzwingen. Versteinerte Mienen bei den Amerikanern. Manche im Saal spürten einen Hauch von kaltem Krieg. Wir haben wesentliche Meinungsverschiedenheiten mit den Russen. Iran ist nur ein Beispiel dafür. Aber das ist kein kalter Krieg und wir sollten es nicht erlauben, dass eine Rede uns das Glauben macht. Anlass für die hitzigen Verbalattacken sind amerikanische Pläne für ein Raketenabwehrschild an der Grenze zu Russland. Das würde zwangsläufig zu einem neuen Wettrüsten führen, so der Kreml-Chef.
Ein Raketenabwehrsystem gegenüber Russland hat keinen Sinn, denn wir haben Waffen, die dieses System überwinden können. Bundeskanzlerin Merkel appellierte daran, dass die globalen Probleme gemeinsame Lösungen erfordern. Dialog und Kooperation, Schlüsselworte ihrer Rede. Egal, ob es nun Klimaschutz ist oder ob es asymmetrische Bedrohungen des Terrorismus sind, all das meistern kann keiner alleine und sei er noch so stark. Am Rande der Konferenz zogen knapp 3000 Demonstranten durch die Münchner Innenstadt. Einzelne Rangeleien mit der Polizei, doch bisher keine größeren Ausschreitungen. Ein ungewöhnlicher und unerwarteter Putin-Auftritt. Zur Einschätzung jetzt unsere Korrespondenten bei der NATO und in Moskau. Zunächst Udo van Kampen in München. Wie haben denn die deutschen Zuhörer und all diese angereisten NATO-Größen auf die scharfen Angriffe reagiert? Also die Reaktion auf die scharfe Putin-Rede, Kopfschütteln und Enttäuschung, vor allem beim NATO-Generalsekretär. Aus deutschen Teilnehmerkreisen ist zu hören, Putin hätte ein Warnsignal an die Europäer abgeben wollen. Und es zeige doch, wie tief das russische Misstrauen noch gegenüber Amerika sei. Doch es wird auch betont, dies sei nicht der Beginn einer neuen Eiszeit in den Beziehungen. In den Krisenherden im Iran wie auch im Kosovo wolle man weiter konstruktiv zusammenarbeiten. Denn die Russen wüssten sehr, sehr gut, die Krisenherde dieser Welt sei nur gemeinsam zu lösen. Britta Hilpert in Moskau, warum überhaupt hat Putin jetzt diese Breitseite Richtung Washington abgeschossen? Was treibt ihn da an? Nun, aus russischer Sicht ist das Maß voll. In den letzten Jahren ist die NATO immer näher an Russlands Grenzen herangerückt und die USA haben immer stärker an Russlands Einflusssphäre genagt. Präsident Putin meint nun diese NATO-Militäreinrichtungen in Tschechien und Polen direkt vor seiner Haustür, das sei sozusagen der letzte Punkt und deswegen ist ihm heute der Kragen geplatzt. Aber Putin weiß auch, der Westen muss ihm nun zuhören, denn sie brauchen Russland, sie brauchen ihn zur Lösung globaler Konflikte und als Energielieferanten. Und Präsident Putin weiß auch, dass er sich mit massiver Kritik an den USA zu Hause Freunde macht auch und auch in vielen Teilen der Welt. Insofern war dies der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, Russland ist wieder da, wieder zurück auf der Weltbühne. Wirkung und Ursachen der Putin-Rede. Vielen Dank an beide Kollegen. Im November 2008 wählen die US-Bürger einen neuen Präsidenten. Seit 2 Stunden ist der demokratische Senator Barack Obama offiziell Kandidat für dieses Amt. Was ihm schon jetzt Schlagzeilen weltweit sichert, ist die Tatsache, dass er der erste Schwarze ist, der eine echte Chance hat, auch gewählt zu werden. Obama ist beliebt und telegen, eines aber fehlt ihm, die Berge von Geld, die einige Konkurrenten schon jetzt gesammelt haben. Gute amerikanische Sitte ist es, die Familie vorzuzeigen, wenn man in der Politik viel erreichen will, so wie Barack Obama. Der Demokrat aus Illinois wird gefeiert als neuer Prototyp in der politischen Klasse Amerikas. Ich stehe vor euch, um meine Kandidatur bekannt zu geben als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 45-jährige Harvard-Absolvent ist erst seit 2 Jahren Senator. Zu unerfahren für das Präsidentenamt meinen manche. Doch neu zu sein, das erklärt Obama zu seiner Qualität. Ich weiß, dass ich noch nicht lange mit Washingtons Ritualen vertraut bin, aber ich weiß inzwischen, dass Washingtoner Rituale sich ändern müssen. Antreten zum innerparteilichen Zweikampf mit Hillary Clinton, die erste Frau, die ins Weiße Haus will. Ich bewerbe mich, weil ich glaube, dass ich die geeignetste Person bin, um ins Oval Office einzuziehen im Januar 2009. Die Frau des Ex-Präsidenten hat die größte Popularität unter den Bewerbern und bisher die meisten Spendengelder für ihre Kampagne gesammelt. Schönheitsfehler: Hillary Clinton stimmte seinerzeit für den Irakkrieg, Barack Obama nicht. Für die Republikaner tritt Rudy Giuliani an, beliebter Ex-Bürgermeister von New York, und liberaler als John McCain, derzeit Favorit im Rennen innerhalb der eigenen Partei um die Präsidentschaftskandidatur. Er wird gefeiert wie ein Rockstar. Obama-Mania nennen sie es, denn zu jedem Auftritt des neuen demokratischen Hoffnungsträgers kommen Tausende. Der erklärte Irakkriegsgegner redet Klartext. Wir sind in einem Krieg, den wir nie hätten beginnen dürfen. Unsere Regierung kann ihn nicht richtig führen. Ich war dagegen und ihr müsst mir helfen, ihn zu beenden.
And you need to help stop it. Young people have to get involved. Auch wenn er jung und unerfahren wirkt, auf einen wie ihn haben viele gewartet. Wir begleiten Barack Obama nach New Orleans. An Bord des Busses ist nicht nur die Presse aus Louisiana, schon sind die Washingtoner Journalisten dabei, als wäre dies ein Wahlkampftermin. Amerikas vergessene Stadt. Präsident Bush erwähnt sie nicht mal mehr, aber Barack Obama ist da. 17 Monate nachdem die Dämme brachen, versucht jetzt eine Senatskommission, den Aufbauprozess zu beschleunigen. Obamas Prominenz hilft auch New Orleans. Wenn Sie Präsident wären, fragen wir ihn, was würden Sie denn tun? If you were president, what would you do? I think it's important to make sure that there's somebody in the White House. Im Weißen Haus muss jemand sein, der dies dauerhaft beobachtet und das Vertrauen des Präsidenten hat, damit der Wiederaufbau vorangeht. Diese Verantwortung scheint in diesem Weißen Haus niemand mehr wahrzunehmen. The next senator from the state of Illinois. Begonnen hatte der Medienrummel um Obama vor 2 Jahren auf dem Parteitag der Demokraten. Damals war er ein unbekannter Senator aus Illinois. Sein Vater kam aus Kenia, die Mutter aus Kansas. Mit seiner Rede wurde er über Nacht zum politischen Shootingstar. My father was a foreign student. Mein Vater war ein ausländischer Student. Als Kind hat er Ziegen gehütet und ging in einer Wellblechhütte zur Schule. Durch harte Arbeit und Ausdauer hat er ein Stipendium bekommen, um an diesem magischen Platz zu studieren. Amerika. Eine Erfolgsstory, wie sie die Amerikaner lieben. Der amerikanische Traum. Begeisterungsstürme empfangen Obama auch in Kenia. Als er im letzten Jahr das Dorf seiner Großeltern besuchte, standen Tausende am Straßenrand. Seine Großmutter hatte er zuletzt vor seiner Hochzeit gesehen, bekennt Obama freimütig. Sie sollte seiner amerikanischen Frau Michelle ihren Segen geben. Im Dorf seiner Großeltern ist der Besuch aus Amerika eine Sensation. Barack bedeutet der Gesegnete. Hier hoffen sie jetzt, dass dieser Name in die Geschichte eingehen wird. Der iranische Chefunterhändler Larijani nutzte die Münchner Sicherheitskonferenz für eine diplomatische Offensive. 10 Tage vor Inkrafttreten der UN-Sanktionen bot er neue Gespräche an und versicherte, sein Land strebe nicht nach Atomwaffen. Es ist der politische Wille des Iran, eine Verhandlungslösung herbeizuführen. Wir wollen die Spannungen in unserer Region nicht noch weiter verschlimmern. Massenkundgebung heute in Teheran. Zum 28. Jahrestag der Revolution. Der iranische Präsident Ahmadinejad bekräftigte das Recht seines Landes auf Urananreicherung. Atomkraft ist unser Recht, so auch die Sprechchöre der Demonstranten. Doch trotz der aufgeheizten Stimmung, die Europäer setzen weiter auf Verhandlungen. Allerdings Dialog um des Dialoges willen reicht nicht, sondern wir wollen einen Dialog auch mit dem Iran, der in der Substanz zu Ergebnissen führt. Das werden wir zu prüfen haben. Betont gelassen die Reaktion des neuen amerikanischen Verteidigungsministers Gates auf die harsche Kritik des russischen Präsidenten Putin an Amerika. Beide starteten ihre Karriere beim Geheimdienst. Putin beim KGB, Gates bei der CIA. Old spies have a habit of blunt speaking. Alte Spione sprechen halt eine klare Sprache. Ich habe die Einladung von Präsident Putin angenommen, Russland zu besuchen. Ich meine, ein kalter Krieg war genug. One cold war was quite enough. Die Amerikaner sichtlich bemüht, die russische Kritik nicht überzubewerten, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Denn beide wissen, die Krisen im Kosovo und im Nahen Osten können beide Staaten nur gemeinsam lösen. Guten Abend, meine Damen und Herren, die Nachrichten aus dem Bergischen Land. 3 Bahnmitarbeiter sind am frühen Morgen in Remscheid verletzt worden, als ein leerer Regionalexpress auf einen umgestürzten Baum prallte und entgleiste. Durch den nächtlichen Sturm war eine Tanne auf die Gleise gestürzt. Der Lokführer sah das Hindernis offenbar zu spät und raste in den Baum. Der erste Wagen der Regionalbahn sprang dabei aus den Schienen und bohrte sich in eine Böschung. Dabei wurde der Lokführer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Fahrgäste waren nicht im Zug, die Bergung gestaltet sich schwierig. Die Strecke zwischen Wuppertal und Remscheid wird noch bis Donnerstagmorgen gesperrt sein.
Notärzte leisten erste Hilfe. Im Zug drei Mitarbeiter der Bahn. Sie sind teilweise eingeklemmt, müssen von der Feuerwehr befreit werden. Wir hatten sehr schnell Zugang über die Fenster des Waggons. Der Waggon hatte sich auch ungefähr 50 Grad geneigt, in der Böschung festgefahren und wurden im Waggon erst versorgt, aus dem Waggon gerettet und dann dem Rettungsdienst übergeben. Alle drei Männer werden ins Krankenhaus gebracht. Die Lokführer waren auf dem Weg zur Arbeit, deshalb waren keine Passagiere im Zug. Nach einem kurzen Gang an den Gleisen entlang ist die Unfallursache schnell gefunden. Das, was bisher zu ermitteln war, ist, dass eine große Tanne sich heute Nacht wohl aus ihrem Wurzelwerk gelöst hat und sich quer über die Gleise gelegt hat. Und da ist der Triebwagen dann vorgeprallt. Schnell ist klar, den Triebwagen wieder aufzurichten und von den Gleisen zu bewegen, wird dauern. Hilfe von außen muss kommen. Die Strecke wird für längere Zeit gesperrt bleiben. Ein Bahnsprecher sagte uns vorhin, mindestens mal 24 Stunden, weil auch der Oberbau überprüft werden muss, die Sicherheit der anderen Bäume an der Strecke überprüft werden muss. Es wird also nach meinem Kenntnisstand ist schon noch ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Heute bleibt die Bahnstrecke zwischen Wuppertal und Remscheid auf jeden Fall gesperrt. Wenn alles gut geht, werden die Züge morgen wieder wie gewohnt fahren. Ja, wie gehört, die Bergungsarbeiten dauern an. Andreas Rodab in Remscheid-Lüttringhausen. Warum dauert das so lange? Ja, das Problem ist, dass normalerweise bei so einem Unglück ein externer Kranwagen hier anfahren würde. Der würde normalerweise von der Straße dann den Wagen auf die Angel nehmen und abtransportieren. Das funktioniert hier nicht. Die Bahn muss mit eigenem Equipment kommen, weil es hier eben diese Böschung gibt, links und rechts Bäume, da kommt man mit einem externen Wagen nicht ran. Es muss jetzt alles von der Bahn hier angekarrt werden. Deswegen wartet man hier auch noch auf einen Kranwagen. Die Bahn nutzt die Gunst der Stunde und hat hier die gesamte Strecke jetzt zwischen Lennep und Lüttringhausen vorsorglich schon einmal von den umgrenzenden Bäumen befreit. Das heißt, alles, was hier in Gefahr war, demnächst sowieso auch noch auf die Strecke zu krachen, wird hier jetzt entsprechend entsorgt. Das hat Auswirkungen auf den Nahverkehr hier zwischen Solingen und Wuppertal. Insgesamt ist es aber so, dass es Alternativen gibt zwischen Solingen und Wuppertal. Da wird auch entsprechend weitläufig der Verkehr umgeleitet. Und deswegen müssen die Pendler heute Abend im Verkehr zumindest keine größeren Verspätungen befürchten. Vielen Dank, Andreas Rodab nach Remscheid-Lüttringhausen. Prall riss den ersten Wagen in eine Böschung. Einzelheiten von Volker Wallmüller und Dirk Reuter. Meter tief hat sich der Triebwagen in die Böschung gebohrt. Eine abgerissene Vorderachse liegt links im Gleisbett, die andere Achse rechts vom Zug samt der tonnenschweren Aufhängung. Der Lokführer hatte das Hindernis mitten auf den Schienen nicht gesehen. Nun, die Fahrt verläuft hier im Bogen, also in einer Kurve. Und es ist tatsächlich so, dass es sich in der Nacht ereignet hat. Um 4.10 Uhr war es noch stockfinster. Und es ist wohl auch niemandem aufgefallen, dass mit lautem Getöse der Baum umgefallen ist. Und als der Lokführer das erkennen konnte, war es für ihn längst zu spät. Der Bremsweg solcher Züge ist relativ lang. Der Lokführer und zwei seiner Kollegen werden durch den Aufprall im Zug umhergeschleudert. Knochen brechen, Rückenwirbel werden gestaucht. Mit größter Vorsicht holen Retter die drei Bahner raus. Morgens um 4 waren sie die einzigen Menschen im Zug. Drei aneinander gekoppelte Triebwagen auf einer Leerfahrt nach Solingen. Was haben Sie heute Nacht gehört? Einen ohrenbetäubenden Lärm, einen Kraken. Und da haben wir direkt gesagt, da ist ein Baum umgegangen. Und beziehungsweise irgendein Zug hier ist vor einem Baum gefahren, hat den mit sich gerissen. Das hatten wir uns sofort gedacht, weil es ja vorher relativ stark gestürmt hatte. Eine 20 Meter hohe Pappel war umgestürzt und hatte den Zug bei Tempo 50 aus den Schienen gehebelt. Offenbar hatte schon Sturmtief Kyrill die Wurzeln gelockert. Dauerregen und Böen gaben dem Baum dann den Rest mitten in der Nacht. Gott sei Dank war es jetzt wirklich 4 Uhr, dass der Zug nicht voll war. Denn so gegen 7, 8 Uhr normale Geschäftszeiten, da ist der Zug natürlich ganz stark besetzt. Wenn Sie sich die anderen Fahrzeuge ansehen, die hier noch auf dem Gleis stehen, dann sind die relativ unbeschädigt. Es ist spekulativ zu sagen, ob die Reisenden stark verletzt gewesen wären oder weniger stark verletzt. Aber so wie die Fahrzeuge von innen aussehen, ist das Ganze hier soweit relativ glimpflich abgegangen.
Die Schäden an den drei Triebwagen und am Gleis werden auf eine 500.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke von Solingen nach Wuppertal bleibt wegen den sehr aufwendigen Bergungs- und Reparaturarbeiten noch bis Donnerstagmorgen gesperrt. Hier wurden heute einige schräge Fichten gefällt. Auch sie stehen auf privatem Grund wie die Unglückspappel. Schadenersatzforderungen gegen den Besitzer schließt die Bahn AG allerdings aus. Schirmspringer aus Neuseeland. Er sprang aus fast 5000 Metern aus dem Flugzeug. Sein Fallschirm öffnete sich nicht. Er schlug auf dem Boden auf und es geschah ein Wunder. Gefilmt von der eigenen Helmkamera und der seines Freundes, der mit ihm sprang. Das zeigt ihn Martin Sustek. Mit 160 Kilometern pro Stunde rast Michael Holmes in die Tiefe. Der Hauptschirm öffnet sich nicht. Die Helmkamera seines Freundes Jonathan nimmt auf, wie sich Michael dem vermeintlich sicheren Tod entgegenschraubt. Seine eigene Helmkamera filmt, wie er versucht, 530 Fuß, gut 150 Meter über dem Boden noch die Reißleine für den Notschirm zu ziehen. Doch nichts passiert. Michael gibt auf und ruft auf Wiedersehen. Dann stürzt er ab. Ende der Aufnahme. Aus Jonathans Perspektive sieht das so aus. Dicht neben der Absturzstelle kann er landen und im Gebüsch nach seinem Freund suchen. Der liegt regungslos in einem Brombeerstrauch. You talk to me, bro? Kannst du mit mir sprechen? Talk to me, man. Bist du in Ordnung, fragt er. Okay? Nein, natürlich nicht. Michael ist gerade aus fast 5000 Metern Höhe auf den Boden gefallen. Trotzdem, er lebt. Rettungswagen bringen ihn ins Krankenhaus. Es heißt, dass in den letzten Sekunden das ganze Leben vor den Augen abläuft, aber bei mir lief kein Film ab. Ich war eigentlich nur enttäuscht, dass ich ausgerechnet auf diese Weise enden soll. Aber nichts endete. Michael hat sich nur den linken Fuß gebrochen. Als ich ihn da oben kreiseln sah, dachte ich, das ist nicht so gut. Aber wenn du dann merkst, dass er noch so lange kämpft, dann weißt du, ja, er tut alles, was möglich ist. Tatsächlich stürzen sich Michael und Jonathan regelmäßig aus Flugzeugen in die Tiefe. Beide sind erfahrene Fallschirmspringer, die sich auch mal einen Spaß daraus machen, zwischen Badegästen am Strand zu landen. Diesmal allerdings ging es gehörig daneben. Nach dem Absprung aus fast 5000 Metern Höhe und dem vergeblichen Versuch, den Hauptschirm zu öffnen, stürzt Michael in einen dichten Dornenstrauch. Und der hat ihm wohl das Leben gerettet. Im Osten des Landes, dort leiden die Menschen unter dem schneereichsten Winter seit mehr als 30 Jahren. Seit 9 Tagen schneit es dort fast ununterbrochen. Dazu legt eine beißende arktische Kälte das öffentliche Leben lahm. Wir haben unseren Korrespondenten Ulrich Oppold mal in die Schneemassen im Nordosten des Bundesstaates New York geschickt. Und hier ist sein Bericht. Ein Wintersturm fegt über den Ontariosee. Wir fahren von hier aus auf der Autobahn 81 Richtung Kanada. Doch an diesem Tag kommen wir nicht weit. Auf einmal stoppt die Feuerwehr den Verkehr. Wir müssen umkehren, kommen nach Oswego und erleben eine Kleinstadt im Ausnahmezustand. 2,5 Meter Schnee sind hier in den vergangenen Tagen gefallen. Wir haben seit einer Woche keine Vorlesung mehr, weil die Studenten nicht zur Uni fahren können. Und weil sie ihre Autos auf dem Parkplatz sowieso nicht wiederfinden würden, in der Schneewüste vor dem College. Es ist nicht nur der Schnee, sondern die arktische Kälte und der eisige Wind, der hier über den Ontariosee bläst, der den Menschen hier so zu schaffen macht. Die gefühlten Temperaturen liegen hier bei weit unter minus 20 Grad. Nicht viel wärmer ist es in Mexiko. In dem Ort ein paar Kilometer weiter wollen zurzeit nicht mal die Hunde raus. Die Anwohner müssen aufpassen, dass die Dächer unter der Schneelast nicht zusammenbrechen. So viel Schnee habe ich vielleicht zuletzt gesehen, als ich noch ein Kind war. Und jeden Tag kommt ein halber Meter dazu. Ursache für die heftigen Schneefälle ist der sogenannte Lake-Effekt am Ontariosee. Wenn kalte Luft über das wärmere Wasser hinwegzieht, steigt Wasserdampf auf, der in kälteren Luftschichten gefriert und dann im Nordosten der USA als Schnee zu Boden fällt. Die meisten Restaurants und Geschäfte in der Region haben geschlossen. Die Schneedecke ist fast so hoch wie die Fußgängerampel. Bei diesem Wetter haben die Schulen in dieser Gegend natürlich geschlossen, auch diese High School in Oswego. Viele tausend Schüler dürfen die ganze Woche über zu Hause bleiben. In einigen Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Wenigstens den Feuerwehrleuten wird es nicht kalt. Sie sind jeden Tag unterwegs, um die Hydranten auszuschaufeln. So viel Schnee auf einmal, innerhalb so kurzer Zeit, hat es hier seit Mitte der 70er Jahre nicht mehr gegeben. Und kurz noch eine Meldung aus Moskau, die uns am Nachmittag erreicht hat und hier kurzzeitig für Aufregung gesorgt hat. Der russische Katastrophenschutz meldete, ein Airbus der deutschen Lufthansa-Tochter Germanwings sei auf dem Flughafen Wnukovo südlich von Moskau abgestürzt. Ein Sprecher korrigierte kurz darauf aber die Falschmeldung. Demnach war die Unglücksmaschine in Wirklichkeit ein solcher Challenger-Geschäftsjet. Nach Behördenangaben haben alle drei Besatzungsmitglieder den Startunfall
in einem schweren Schneetreiben überlebt. Fluggäste waren nicht an Bord. Und morgen sind drei Triebwagen in der Nähe von Remscheid gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Dabei wurden drei Mitarbeiter der Bahn verletzt. Die Strecke Wuppertal-Solingen bleibt wohl noch bis Donnerstag früh gesperrt. Da der Unfallort schwer zu erreichen ist, kommen die Bergungsarbeiten nur schleppend voran. Mit einem Kranwagen versuchen Spezialisten zur Stunde, den Zug wieder auf die Gleise zu heben. Das ist nicht einfach, denn der Wagen hatte sich in eine Böschung gebohrt und droht umzukippen. Zwei Achsen des Zuges und andere Fahrwerksteile liegen daneben. Die Ursache ist schnell klar. Ein Baum war umgefallen und hatte die Schienen versperrt. Das, was bisher zu ermitteln war, ist, dass eine große Tanne sich heute Nacht wohl aus ihrem Wurzelwerk gelöst hat und sich quer über die Gleise gelegt hat. Und da ist der Triebwagen dann vorgeprallt. Drei Mitarbeiter der Bahn wurden bei dem Unfall verletzt. Der Lokführer war im vorderen Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Wir hatten sehr schnell Zugang über die Fenster des Waggons. Der Waggon hatte sich auch ungefähr 50 Grad geneigt, in der Böschung festgefahren und wurden im Waggon erst versorgt, aus dem Waggon gerettet und dann dem Rettungsdienst übergeben. Zum Glück schwebt niemand in Lebensgefahr. Vom Zug ist allerdings nur noch ein Haufen Schrott übrig. Die Regionalbahn ist wohl nicht mehr zu gebrauchen. Die Strecke zwischen Wuppertal und Remscheid soll erst am Donnerstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für alle Pendler stehen in dieser Zeit Ersatzbusse zur Verfügung. Anderthalb Jahre nach Hurricane Katrina hat jetzt ein Tornado in der amerikanischen Südstaatenmetropole gewüstet. Eine Frau wurde von den Trümmern eines Wohnwagens erschlagen. Diese Woche sollte die Rentnerin eigentlich aus einer Behelfsunterkunft in ihr renoviertes Zuhause zurückkehren. Der Sturm zerstörte Dutzende Häuser und entwurzelte Bäume. 29.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. 19 Menschen wurden verletzt. Von der Ostküste bis in den mittleren Westen aus, wie Winter früher meistens aussah, nämlich tief verschneit. Allerdings ist das Land dadurch auch so gut wie lahmgelegt. So fielen Hunderte von Flügen aus. Teilweise mussten Flughäfen für mehrere Stunden geschlossen werden. Viele Schüler und Studenten hatten Schnee frei. In einigen Regionen ist jede dritte Straße nicht passierbar. Auch an diesem 15. Februar weiter Probleme mit dem Winter in den USA, vom mittleren Westen über den Nordosten bis hinunter nach Kentucky. Wie schon in den vergangenen Tagen fielen viele Flüge aus und blieben viele Schulen geschlossen. Vereinzelt hatten Haushalte keinen Strom. Einzelheiten. Nicht alle Dächer halten den weißen Massen stand. Meterhoch türmt sich in weiten Teilen Amerikas, wie hier im Bundesstaat New York, der Schnee. Nach dem mittleren Westen haben die heftigen Schneestürme nun auch den Nordosten des Landes ins Chaos gestürzt. In einigen Orten steht der Schnee 4 Meter hoch. Glücklich ist da derjenige, der schweres Gerät zur Hilfe nehmen kann. Besonders im Straßenverkehr sorgte der Wintereinbruch für einen Ausnahmezustand. Diese nächtlichen Aufnahmen einer Polizeikamera, die Lage auf den glatten Straßen ist. Ein LKW kracht mit ungebremster Wucht in einen Streifenwagen. Glück im Unglück, niemand wird dabei ernsthaft verletzt. Nach den heftigen Schneefällen der letzten Tage zeichnet sich nun etwas milderes Wetter ab. Zumindest an der Ostküste sollen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad plus steigen. In New York versuchen die Menschen indes, das Beste aus dem Winterwetter zu machen. In Washington messen wir ziemlich genau 1 Meter Schnee. Das allerdings sind die Reste von gestern. Inzwischen gönnt sich der Winter hier eine kurze Verschnaufpause. Erst für kommenden Samstag wird der nächste Schneefall erwartet. Jetzt, zur Zeit, läuft der Verkehr wieder ordentlich. Selbst die Flughäfen der Umgebung, also Baltimore, Dallas und National, operieren regelmäßig. Sogar Flüge in die besonders betroffene Region, also nach Cleveland, Chicago und Detroit, sind wieder möglich. Das Hauptproblem hier und in den ländlichen Bereichen: über 100.000 Menschen waren in der vergangenen Nacht ohne Strom. Die Energiekonzerne versprechen, bis zum Wochenende wieder alles zu richten. Doch genau dann droht der nächste Schneesturm. Kommen. Gott sei Dank nicht so schlimm ausgegangen, wie es zunächst aussieht. Nicht einmal Verletzte. Und nur ein Beispiel für das absolute Schneechaos, das zurzeit in den USA herrscht. Von dort berichtet Stefan Strothe. 1.200 Unfälle allein im Bundesstaat Ohio. Mindestens 13 Menschen starben bisher in dem Wintersturm, der die Nation zittern lässt. Amerika in Weiß. Einige schaffen es bis zum Flughafen, aber nicht viel weiter. Die Passagiere dieser Maschine gingen an Bord und standen dann fast 8 Stunden lang auf der Startbahn.
Jetzt kommen wir frühestens morgen früh hier raus. Statt in der Karibik bin ich hier und rede mit Ihnen. Schlepper und Frachtkähne kämpfen sich durchs Eis. Wenn es zwischendurch taut, dann frieren die Straßen bei bis zu minus 30 Grad schnell wieder zu. Dieser Mann schaufelt seit Tagen. Ich mag den Schnee, sagt er, die Kälte schafft mich. Eis und Schnee machen die Highways zu gefährlichen Rutschbahnen. Immer wieder verlieren LKW-Fahrer die Kontrolle. Der Polizist hatte Sekunden vorher den Streifenwagen verlassen und konnte eine Frau gerade noch von der Fahrbahn reißen. Ich weiß nicht, wie ich ihm danken soll. Es gibt doch kein schöneres Geschenk, als jemandem das Leben zu retten. Manche genießen das weiße Chaos. Und einigen wenigen ist es offenbar immer noch nicht kalt genug. Na, er trägt wenigstens Handschuhe. Des amerikanischen Kontinents ins Chaos gestürzt. Seit gestern kamen in den Unwettern mindestens 13 Menschen ums Leben. 300.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Meteorologen empfahlen der Bevölkerung sogar zu Hause zu bleiben, um auf der Straße nicht ihr Leben zu riskieren. Aus den USA Ulrich Oppold. Es war der plötzlich einsetzende Eisregen, der diesen Lastwagen ins Schleudern brachte. Glücklicherweise gab es hier nur leicht Verletzte. Bei vielen anderen Unfällen auf eisglatten Straßen starben 12 Menschen. Heftiger Schneefall hatte schon in der Nacht eingesetzt. Auf dem Flughafen Chicago schafften es die Schneepflüge kaum noch, die Rollbahnen freizuräumen. Mehr als 900 Flüge fielen aus, tausende Passagiere saßen fest. Ich versuche nach Jacksonville in Florida zu kommen, um dort zu heiraten, aber es ist kaum möglich bei diesem Wetter. Ich kann nur hoffen, dass ich wenigstens heute Abend da bin. In New York warteten Passagiere in der Maschine mehr als 8 Stunden auf die Starterlaubnis nach Mexiko, bis der Pilot den Flug endlich absagte. Wir saßen da und sie ließen uns nicht zum Gate zurück. Es gab kaum Essen. Es war ein Albtraum. Der Nordosten der USA erlebt den ersten schweren Blizzard dieses Winters. In einigen Regionen fiel fast ein halber Meter Schnee. Der eisige Mix aus Schnee, Eisregen und Graupelschauern zog sich von Chicago nach New York bis nach Washington. Auch in der Hauptstadt rückten zum ersten Mal in diesem Winter die Räumkommandos aus. In Ohio brach diese Tankstelle unter der Schneelast zusammen. Zum Chaos auf den Straßen kommt die Kälte. Für den Nordosten der USA wurden Temperaturen unter minus 30 Grad vorhergesagt. You're with World News Today from BBC World. My name's Mike Embley. Officials with the Bush administration in Washington already stand accused of watering down official documents on global warming. Now, the new president of the American Association for the Advancement of Science has accused the White House of being simply fact-averse on the subject. This comes from Professor John Holden, who's just been appointed to the body which is meeting in San Francisco. Welcome to San Francisco, where America's top scientists are meeting barely a fortnight after the International Panel on Climate Change concluded that the world is warming up and that man is responsible. This year, the president of the American Association is one of America's top environmental scientists, John Holdren. Earlier, I asked him what message he and his colleagues wanted to put across to the American public. But the message is that climate change is real, it's accelerating, it's dangerous, and we have to take serious action to abate it. We basically have 3 choices, mitigation, adaptation, and suffering. We're going to do some of each, but the mix is still up to us, and we need to do more mitigation and more adaptation so we can do less suffering. That's the key message. Do you think that message is getting across? Are you optimistic? I do think it's getting across. I actually think we're near a political tipping point in the United States as a result of a convergence of a number of factors which have been influencing public and political opinion. One of them is the drumbeat of the science, the fact that every week one reads a new article saying that some phenomenon related to climate change is happening faster or worse than was previously suspected. The second thing is people's everyday experience of climate change. Warmer winters, more extreme hot spells, more droughts, more wildfires, more extreme storms. Third thing is the changing atmosphere in the business community, where you've got more and more of the biggest and most successful companies in the United States actually calling on the federal government to regulate greenhouse gases. Extraordinary. You've got General Electric, DuPont, Alcoa, Duke Energy,
all publicly calling on the government to address this problem in a serious way. You've got the religious community increasingly calling on the government to protect the climate on grounds of stewardship of the creation. So you have all these convergent forces that together are, I think, virtually at a tipping point. I believe the next American administration, whether it's Republican or Democratic, will embrace a serious economy-wide approach to restraining greenhouse gas emissions. You talk about mitigation, you talk about adaptation. What do you mean by that, and which course do you recommend? Mitigation means taking steps to reduce the pace and the magnitude of climate change that actually occurs. Things like reducing greenhouse gas emissions, reducing the emissions of black soot, growing forests to take up some of the carbon dioxide from the atmosphere. Adaptation means making changes in the way we do business as a society in order to live with the climatic changes we can't avoid. Changing agricultural practices, building dams and dikes to control the hydrologic consequences and the sea level rise from climate change, for example. The most important thing, in my view, is getting on with mitigation. It has the longest time scale. It has the highest leverage. The thing that people need to understand about adaptation is that it gets more difficult, more expensive, and less effective the larger the climatic changes to which you're trying to adapt. And that means that very high emphasis has to be placed on mitigation, the avoidance of climate changes that are too big to adapt to and that will cause high suffering if they occur. Nick Heim there in San Francisco. NASA launches a unique space mission later to study the phenomenon known as the Northern Lights. This project is going to put 5 identical space probes into orbit on one rocket. Our science correspondent Christine McGurty sent this from the Project Center in California. The dancing lights of the aurora are a magical sight, but these shimmering curtains hide a scientific mystery. What triggers the most intense and colorful displays? A unique space mission is set to find out. Not one spacecraft, but 5. In orbit together, they'll work in tandem to pin down the precise origins of the most intense aurora. The first spacecraft will identify the start of the substorm, where the disturbance first occurs in the Earth's magnetic field, and the other spacecraft will be used to determine how fast and how quickly that disturbance spreads towards other locations. This is Mission Control, and the 5 spacecraft will be monitored round the clock from here. In fact, the scientists only actually need 4 spacecraft. The 5th one's been taken along as a spare in case one of them breaks down. Aurora start with a violent explosion on the sun, sending particles hurtling into the Earth's magnetic field. They collide with air molecules, creating those distinctive glowing lights. But they can also cause serious disruption on the ground and in space. During some of these very intense auroras, there could be disruption to power grids on the ground, causing blackouts as well as disrupting communication with satellites. So it's important to be able to predict when these things happen. And the mission should provide new insights into a phenomenon that's baffled scientists for decades. Christine McGurty, BBC News in California. Thanks for being. Drafts that carried her higher than Mount Everest, beaten by hail and spun by those gusting winds, 35-year-old Eva Wisniewska says she blacked out from lack of oxygen and from temperatures of 50 below zero. She was covered in ice and flying unconscious for almost an hour. The glider kept climbing, and I couldn't see anything. Then it got dark. I was already shaking, all wet, all instruments was frozen. And then I could hear the lightnings around me. First in front, and I said, oh no, please not there. But then I heard one behind me, so I realized I'm middle in the thunderstorm. And then I was only praying, please throw me somewhere from this cloud. Well, she's fine now, but a fellow paraglider was not so lucky. A 42-year-old Chinese man's body was recovered Thursday after he was caught in the same storm. In solchen Höhen fliegen sonst eigentlich Passagierflugzeuge. Minus 50 Grad. Atmen ist praktisch unmöglich. Ja, eine deutsche Gleitschirmfliegerin hat in Australien einen unfreiwilligen Ausflug in über 9000 Meter Höhe gemacht. Und wie durch ein Wunder hat sie überlebt.
Eva Wisniewska kann es noch immer kaum fassen, dass sie wieder auf sicherem Boden ist. Nur leicht verletzt und dabei doch knapp dem Tode entronnen. Mit ihrem Gleitschirm hier Archivaufnahmen ist sie auf einem Trainingsflug in Australien unterwegs, als sie plötzlich in eine Gewitterfront gerät. Binnen weniger Minuten reißt sie der Luftstrom auf 9000 Meter Höhe. Hier fliegen normalerweise Verkehrsflugzeuge, es herrschen Temperaturen bis minus 50 Grad. Die Luft enthält kaum noch Sauerstoff. Es ging immer höher und höher, meine Sonnenbrille begann zuzufrieren und dann wurde es dunkel. Eine Stunde lang ist die 35-Jährige bewusstlos, trudelt bis auf eine Höhe von 7000 Metern herunter, kommt wieder zu Bewusstsein und kann sicher landen, aber mit Erfrierungen am ganzen Körper. Als ich die Erde wieder sah, fühlte ich mich wie die heimkehrenden Astronauten von Apollo 13. Erst vor wenigen Tagen hatte auch dieser Fallschirmspringer sein ganz persönliches Wunder erlebt. Aus 4000 Metern Höhe war Michael Holmes in Neuseeland abgesprungen. Der Fallschirm öffnete sich nicht, auch der Reserveschirm versagte den Dienst. Ein Brombeerbusch bremste schließlich den Aufprall. Holmes überlebte mit nur einem Knöchelbruch und einer Lungenverletzung. Im Training für die WM in Australien zog ein Sturm die Sportlerin hinauf in fast 10.000 Meter Höhe. Trotz eisiger Kälte und viel zu wenig Sauerstoff in der Luft überlebte sie den Ausflug in diese Region, die sonst nur was für Passagiermaschinen ist. Ein chinesischer Sportler hatte weniger Glück und kam ums Leben. Peter Hantis berichtet. Es geschah beim Training für den Langstreckenflug. Mit 200 anderen Gleitschirmfliegern zog Eva Wisniewska auf knapp 1500 Metern Höhe ihre Bahn, als sie plötzlich in eine Gewitterfront geriet. Extreme Aufwinde rissen die 35-Jährige wie in einem gewaltigen Aufzug innerhalb von 10 Minuten auf fast 10.000 Meter, wie die Aufzeichnung ihres Höhenmessers beweist. Meine Brille und Ausrüstung vereiste. Es wurde immer dunkler, überall um mich herum waren Blitze. Das Letzte, was sie bemerkte, waren apfelsinengroße Hagelkörner, die auf sie einprasselten. Dann verlor sie bei eisigen minus 50 Grad und extremem Sauerstoffmangel für mehr als eine halbe Stunde das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, wollte ich weiterfliegen. Doch ich fand meine Steuer- und Bremsleinen nicht mehr. Die mehrfache Weltcup-Siegerin hier bei einem früheren Wettkampf in Portugal schaffte es schließlich aufgrund ihrer Erfahrung, den eingefrorenen Schirm wieder unter Kontrolle zu bringen und sicher zu landen. Mitten im Gewitter sind die Aufwinde so extrem, dass man nur versuchen kann, den Wolkenrand zu erreichen und aus dem Gewitter rauszufliegen. Mit Erfrierungen an Kopf und Bein wurde Eva Wisniewska zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Doch bei der WM in 8 Tagen will die Deutsche, als wäre nichts geschehen, auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Meisterschaft in Australien, in einen Gewittersturm geraten und wurde durch das Unwetter auf fast 10.000 Meter Höhe gesaugt. Da fliegen normalerweise Flugzeuge, die Luft ist zu dünn zum Atmen und die Temperaturen liegen bei bis zu minus 50 Grad. Mehr als eine halbe Stunde trieb sie bewusstlos durch die Luft und kam trotzdem am Ende nur mit leichten Verletzungen davon. Peter Hantjes. Als wäre nichts geschehen, kontrolliert Eva Wisniewska ihren Gleitschirm. Beim Training für den Langstreckenwettkampf hatte sie am Vortag mit 200 anderen Gleitschirmfliegern auf knapp 1500 Metern Höhe ihre Bahn gezogen, als plötzlich eine Gewitterfront aufzog. Extreme Aufwinde rissen die 35-Jährige wie in einem gewaltigen Aufzug innerhalb von 10 Minuten auf fast 10.000 Meter, wie die Aufzeichnungen ihres Höhenmessers beweisen. Meine Brille und Ausrüstung vereiste. Es wurde immer dunkler. Überall um mich herum waren Blitze, sagt sie im Interview mit dem australischen Fernsehen. Das Letzte, was sie sah, seien apfelsinengroße Hagelkörner gewesen, die auf sie einprasselten. Dann verlor sie bei eisigen minus 50 Grad und extremem Sauerstoffmangel das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, wollte ich weiterfliegen. Doch ich fand meine Steuer- und Bremsleinen nicht mehr. Die mehrfache Weltcup-Siegerin hier bei einem früheren Wettkampf in Portugal schaffte es schließlich, den eingefrorenen Schirm wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie hat zu viel riskiert, meinen Experten. Hier wurde wohl, und das ist gar nicht untypisch für den Wettkampf, wo es ja auch um was geht, mit erhöhtem Risiko auch geflogen und sich nicht rechtzeitig entschieden, zum Landen zu gehen. Mit Erfrierungen an Kopf und Bein wurde Eva Wisniewska zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Doch bei der WM in 8 Tagen will die Deutsche, als wäre nichts geschehen, auf jeden Fall wieder mit dabei sein.
Na Wahnsinn, das ist schon kühn, vor allem wenn man bedenkt, dass ein chinesischer Kollege von ihr auch in die Höhe gerissen wurde und der das nicht überlebte. Es sind noch mehr außergewöhnliche Bilder heute bei uns angekommen. Diese hier von einem Elefanten-Polo-Turnier auf Sri Lanka. Boris Pülsen erzählt Ihnen die Geschichte dazu. Crashtest mal anders. 4-Tonnen-Elefant gegen 2-Tonnen-Minibus. Deutlich zu sehen, schon bei niedrigen Geschwindigkeiten hat Blech keine Chance gegen dicke Haut. Abbey, so heißt die wütende Elefantendame, randaliert sich richtig in Rage. Möglicherweise war es auch ein Fehler, dass herbeieilende Helfer sie auch noch mit Steinen bewerfen. Am Rande des Elefantenpolo-Turniers war Abbey ausgerastet. Vielleicht hatte sie Ärger mit ihrem Elefantenbullen oder einfach nur eine vorübergehende Nervenschwäche, soll ja auch vorkommen. Nicht nur Menschen sind ab und an gestresst, das gilt auch für Elefanten. Also, falls mein Elefant auf Sie zurennt, den Sie nicht kennen, Vorsicht, er könnte gestresst sein. Guter Tipp. Spätestens dann sollte man auch aufhören, mit spitzen Stöcken herumzufuchteln. Was Abbey von solchen Manövern hält, machte sie recht rabiat deutlich. Um dann nochmal genüsslich den Bus anzurempeln. Erst das Betäubungsgewehr beruhigt die Elefantendame. Als Mensch muss man da sehr aufpassen. Das ist also so, dass man da ganz schlechte Karten hat. Und man sieht auch, dass der Elefant nicht richtig aggressiv ist, denn sonst würde er wirklich auf die Menschen losgehen. Das ist ja nur einmal, dass er da mit dem Rüssel über die Köpfe haut. Und wenn er da einen erwischt hätte, dann ist das natürlich ganz übel. Allein auf Sri Lanka starben im letzten Jahr übrigens 50 Menschen durch Elefantenangriffe. Stress kann also durchaus tödlich sein. NLM, NASA CE, Launch Management. NMCE. Go ahead. Yes, we had Themis SE on the line for the anomaly discussion, and our team concurs with the solution for the payload sub-voltage indication. Okay, I concur as well. Anyone on this net have anything else otherwise? SMA, SMD, NAM? NAM concurs. NLM, this SMA, we concur. Okay. SMD and MIM? We concur. Concurs. Roger that. Disable is complete. We're ready to proceed. Copy. EEA is ready. NLM, this is SMD on your net. Go ahead, sir. Themis is configured for launch. Roger. Copy. CDR, verify water pressure is 125 plus or minus 25 PSIG. Verified. FMA, ORD latch on. On. LCDR, established countdown limit conditions T-minus 4 minutes on. On. Load release verified. Stand by for release of the hold. At T-minus 4 minutes and holding, this is Delta Launch Control. We are about 17 seconds away from coming out of our 10-minute built-in hold at the T-minus 4-minute mark. There was some discussion of an anomaly on the anomaly net, but that seems to have been cleared. We're picking up the hold at T-minus 3 minutes and counting. There was a third stage signal indicator, but at this point, the team has a recommendation to proceed. Again, the spacecraft is configured and ready to go for launch. Team is not working any additional issues that would prevent us from an on-time liftoff at 6:01 p.m. this evening. Again, all is going well with the Delta launch vehicle. Team is not working any issues. Weather continues to be go for launch. We are just minutes away from beginning Themis's journey to study auroras. T-minus 3 minutes and counting. OSM, third stage SNA arm permit close. T-minus 2 minutes and counting. SSE, third stage SNA arm. First stage oxygen vents are closed, allowing first stage pressurization. Top one, vehicle fuel tank press, open.
fuel umbilical purge open. Vehicle hydraulic pressure is reported go at this time. At T-minus 70 seconds, we will get a final clear to launch from the range and the ULA launch conductor, Rich Murphy, and the mission director center. NSE, report spacecraft is go. Go. Again, all continues to go well in the final few minutes of the countdown for the Themis spacecraft on board a Delta II vehicle. T-minus 2 minutes and counting. T-minus 2 minutes. SSC, FTS, bat 1 and 2 heaters off. Off. Prop 1, pressurize first stage LOX tank to relief. Pressurizing. 110 seconds. Prop 2, top first stage LOX to 100% levels. Top to 100%. SSC, hydraulic external power on. External. RCR report, ranges go for launch. Range go. CLCBR, you're go for launch. Roger. 70 seconds. SSC, hydraulics internal. Internal. 60 seconds. 60 seconds. LCDR, countdown limit conditions, T-minus 60 seconds, on. On. 100% lock. What is 5 seconds? CLCDR, 17B, launch enable, flight. Flight. ATC-3, main power disabled, five on. Seconds. On. Hydraulics are go. T-minus 30. 30 seconds. Everything is go at this time for the launch of Themis. T-minus 15. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying Themis, NASA's revolutionary journey to study the northern lights. Everything continues to look good with the Delta II rocket and Themis payload on board. 9 solid rocket strap-on boosters are burning fine. The Themis spacecraft is on its way to its intended target. All solid motors have reached their peak chamber pressure and now beginning to taper off as expected. T plus 48 seconds, we've passed max Q. All solid motors burning symmetrically, now starting their burnout phase. Okay, all 6 ground starts are burned out. We have ignited the air starts and jettisoned the ground start solid motors. Vehicle transients at solid motor jettison are nominal. 3 air start motors picking up, all burning symmetrically. They've reached their peak chamber pressure, excuse me. Vehicle now at an altitude of 16 miles, downrange distance 36 miles, and velocity of 3,400 miles an hour. Main engine and verniers continue to burn well. We've just passed T plus 110 seconds into the mission. First stage data continues to look good. Just a few moments away from the second set of solid motors jettisoning. Burned out and
Jettison the air start solid motors. Coming up on T plus 140 seconds. Our first stage guidance came in on time. And we have a nominal reaction from the second set of solid motor jettisoning. Our LOX tank bilevel pressurization has initiated. Main engine and verniers continue to burn well. Passing T plus 174 seconds into the mission. And we are now at an altitude of 45 miles, downrange distance 130 miles with a velocity of 6,900 miles per hour. Vehicle body rates look normal. Main engine and verniers continue to do well. We see normal chamber pressures there. We have a range liftoff time of 23 hours, 01 minutes, 00 decimal 384 seconds, GMT. Now passing at T plus 221 seconds, and we're over 56 miles altitude, 217 miles downrange, and a velocity of approaching 10,000 miles per hour. Vehicle is tracking well down the range corridor. Our next planned event will be at MECO Enable. Main engine and verniers continue to burn well as we climb into the thin atmosphere. We have our float switches. We've enabled MECO, and MECO has occurred. We're on both verniers still burning well. MECO, we've ended our first stage operation, 1-2-SEP. And second stage ignition, chamber pressure's up, pressure looking good. And I can confirm our fairing has unlatched and jettisoned. We've had a good fairing jet. Passing T plus 312 seconds. Second stage is now 80 miles altitude, downrange distance 485, and a velocity of 13,500 miles per hour. And our helium reg pressure looks very smooth after second stage ignition. Second stage chamber pressure still steady. Both CRDs are looking good. And our second stage data coming back very clean. Passing T plus 360 seconds into the mission. We expect a switch to the Antigua tracking station momentarily. Right now, our vehicle is at an altitude of 91 miles, downrange distance 660 miles, and a velocity of over 14,000 miles per hour. We have now switched to Antigua data, and we are LOS from JDM, thanks for the ride. Second stage continues to burn well. We show a good hydraulic system and return pressure, and our thrust chamber pressure is stable. Vehicle body rates are normal. Coming up on T plus 415 seconds. Vehicle now 97.5 miles altitude.
and having a quick look at our MECO data. And we show our MECO data burn time of 1 second less than our expected. And the rest of the numbers are all in agreement. Vehicle's now passed an altitude of 100 miles, downrange distance 990, and a velocity of 15,200 miles an hour. And we will stay on Antigua data until we reach orbit. Data quality is looking very good. Our roll rates are all nulled. And our second stage continues to perform well, still showing a good solid chamber pressure. And we're seeing nominal racks jet activity. Our next event will be a nominal SECO. We're about 1 minute away from that expected event. Hydraulic system pressure still looking good. Main engine on the second stage is now just entering the helium brake blowdown phase. And the pressure is stable. Vehicle now at a velocity of 16,660 miles per hour, getting very close to orbital. Just a few moments away from a nominal SECO. Second stage continues to burn well. SECO, right on time. Both CRDs are still on. We expect them to switch off in about less than 2 minutes from now. Okay, vehicle has now reached orbit. We'll have some orbital data here in just a second. And our orbit pages are up. We have 303.78 miles apogee, 100.0 miles perigee, and an inclination of 28.5. All right on the money. Looks like a nice clean transition to orbit. And we have CRD shutdown on command. And our hydraulic pump did switch off at SECO. We have a nominal bleed down signature. Forgot to mention that a few moments ago. We're going to stay on Antigua until we exceed their range. Right now we had very good coverage. That's past tense. We're starting to see signs of signal degradation at this time. And confirmed, we are now LOS from Antigua. Thanks for the ride.
will be a coverage gap in telemetry of approximately 51 minutes. Our next event is a burn to raise the apogee. And again, that'll be quite a few minutes away, at which time flight commentary will continue. You are now looking at a live shot of United Launch Alliance, Mark Levine, in the NASA telemetry lab. He has been reading off real-time telemetry from the vehicle that was coming in from the downrange tracking stations. Again, everything went picture-perfect for the launch, and all of the cutoffs have been happening in a nominal manner. We just confirmed cutoff of the second stage for the first time. The vehicle is now in a coast phase for nearly 1 hour before the second stage is restarted. The second stage will be restarted at T plus about 1 hour and burn for about 1 minute. The second stage will cut off for the second time at about 1 hour and 5 minutes into the flight. At about a minute later, the second stage separates from the third stage in the spacecraft. About 1 hour and 6 minutes into the flight, the third stage will be ignited for about 2 minutes and then cut off. At about 1 hour and 13 minutes into the flight, the first of five probes that make up the Themis spacecraft will be separated from the vehicle. 3 seconds later, the remaining four probes are separated. The spacecraft team should receive separation confirmation through TDRS, while the vehicle team will be receiving separation confirmation through Kwajalein. Signal acquisition of all five probes will be tracked by the station at University of California, Berkeley. Again, everything looks good with the Themis payload on board. We had a liftoff of the Delta II rocket with Themis on board at 6:01 p.m. this evening. Again, everything looks good on board the Themis payload on board the vehicle. We did have an on-time liftoff at 6:01 p.m. this evening of the Delta II rocket. We saw a little animation earlier, and that did get a little bit ahead of us where we are in the particular phase of the mission. Again, the second and third stage are continuing on with the spacecraft. And we should be receiving spacecraft separation at about an hour and 13 minutes into the mission.
This is a live shot of the Delta Operations Building where the team is performing a post-launch securing of the launch pad. Again, we had an on-time liftoff of the Themis spacecraft aboard a Delta II rocket at 6:01 p.m. this evening. We will now begin to show the replays of the Themis launch.